Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Heute in deutlich dezimierter Besetzung. Wir sind zu dritt. Das sind heute Kasper von Alben. Und in täterhafter Gelassenheit Thomas Raukamp. Und meine Wenigkeit Sebastian Schack, Stefan Molz und Sven Möller fehlen heute beide entschuldigt. Nichtsdestotrotz haben wir auch deutlich genug Themen zu besprechen, denn die hat Apple uns alle geliefert. Denn es gab, nachdem es unlängst schon die Präsentation des neuen iPhones gab, das iPhone XS und XR, jetzt nochmal eine Veranstaltung, die in New York stattgefunden hat und irgendwie völlig anders war. Ja, also wir haben uns ja, also ich zumindest war, Thomas und ich haben uns während der Keynote war es September? Ja. Die iPhone-Keynote haben wir uns ja über Slack gemeinsam geschrieben und wir haben uns amüsiert, sagen genau, wie es ist. Genau, und wir waren ja fast enttäuscht nach der iPhone-Keynote. Nachdem wir wieder aufgewacht waren, waren wir enttäuscht. Genau. Ja. Erstens waren wir eingeschlafen, zweitens waren wir enttäuscht. Und das Gefühl jetzt bei der Oktober-Keynote war völlig anders. Also es war eigentlich eine andere Veranstaltung. Ich muss auch sagen, das war die meiner Ansicht nach beste und kurzweiligste Keynote, die Apple, ich würde sagen, seit Steve Jobs aufs Parkett gelegt hat. Würden Sie mir zustimmen, Herr Schack? Definitiv, das war vor allem der unverkrampfteste Auftritt von Tim Cook, ja, den ich ja immer so ein bisschen despektierlich als Sparkassenfilialleiter Beschreibern auf der Bühne steht. Aber schon, es ist sehr langsam, es ist sehr dröge und es war ja in den vergangenen Jahren, was auch mal sehr viele Zahlen, die er da irgendwie jongliert hat, ja, muss bisschen, er auch tun, das verstehe ich auch. Bisschen aber, oberlehrerhaft. Ja, genau. Und verkrampft, diszipliniert. Der ist tatsächlich jetzt da auf der Bühne in Brooklyn, New York, völlig aufgeblüht, fand ich. In der Brooklyn Academy of Music. Ja, ich finde auch, also die New Yorker Luft hat ihm wirklich sehr, sehr gut getan. Erschien mir fast so ein bisschen außerhalb von Cupertino, erlöst und unter irgendeinem Druck nicht stehend. Ich hab wirklich gedacht, entweder er ist im Herzen ein New Yorker oder er ist frisch verliebt. Kann beides sein, oder? Ja, vielleicht ist er sogar in New York verliebt. Also weil er ja auch, ich glaube, er sagte ja zu den New Yorkern, als er sie begrüßte, dass er jetzt hierher ziehen möchte. Ja, das sagt er irgendwann, weil die haben tatsächlich noch lauter gejubelt. Ach so, und dann sagte er das. Dieses, okay, Fachpublikum in Cupertino, und da war wohl so entzückt von, dass er ankündigte, nach New York zu ziehen. Und ich glaube, da war durchaus ein bisschen was dran. Also zusätzlich zu den anderen 5 Apartments, die er irgendwo unterhält. Nein, Zynismus beiseite, es tat ihm offensichtlich sehr gut. Es war seine Stadt, es war sein Thema. Mhm. Irgendwie wirkte er, als wenn irgendeine Bürde nicht auf ihm ist. Ja, es wird auch tatsächlich befeuert durch das wirklich johlende Publikum, was diesmal auch ein anderes war. Also bei diesen Apple-Veranstaltungen, das haben wir Journalisten sind ja auch vor Ort und noch gar nicht mal so wenige, aber halt auch immer ein nicht zu verachtender Teil von Apple-Mitarbeitern, damit überhaupt jemand klatscht, weil die ganzen Journalisten, die da sind, in der Regel ja auch live bloggen und die Hände nicht frei haben. Und der Unterschied ist natürlich in Cupertino oder wenn sie in San Francisco waren, sind natürlich auch vor allem Apple-Mitarbeiter von der Westküste, sprich Menschen, die da auch direkt für Apple auch im Headquarter mitarbeiten, an der Entwicklung auch beteiligt sind. Deswegen hat er da ja auch häufig genug, dass er Teams aufstehen lässt und die nochmal befeiern lässt. Die kennen den ganzen Quatsch halt auch schon, der dann da vorstellt. Und jetzt in New York waren es vorwiegend Retail-Mitarbeiter, also Menschen aus dem Shop. Und die wissen nichts vorher. Die erfahren von neuen Apple-Produkten in aller Regel auch erst auf diesen Präsentationen. Und die sind, glaube ich, dann tatsächlich auch entsprechend wirklich geflasht, weil dieses Mal, da kommen wir ja gleich noch zu, was sie eigentlich alles vorgestellt haben, aber diesmal sind ja viele Themen angegangen, die auch echte Kunden haben. Also Menschen, die dann auch im Laden stehen und die Apple-Mitarbeiter löchern mit Fragen nach, wann kommt eigentlich, wie ist es eigentlich mit? Und da hat Apple jetzt viele Probleme gelöst und ich glaube, das war auch dann kein Jubelperser, sondern ehrlicher Jubel von Store-Mitarbeitern, die sich wirklich darüber gefreut haben, dass Apple da jetzt Produkte liefert, die sie da gut verkaufen können. Kann ich nicht beurteilen. Es ist natürlich auch ein Event-Charakter und es war eine Event-Stimmung. Da würde ich ja fast ein bisschen widersprechen. Ich weiß nicht, ob es um die Produkte an sich geht. Es war ein gutes Gefühl für die, mal dabei zu sein.
Während es in Cupertino natürlich auch sehr viel Jubel gibt, aber das ist eher so dieser Fanboy-Jubel, habe ich manchmal so den Eindruck. Also manchmal kam der mir schon sehr komisch oder kommt der mir sehr komisch und sehr gestellt vor. Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, ob man über dieses Sturzfeature der Apple Watch irgendwie johlen muss oder was weiß ich. Das irgendwie, da kann man irgendwie applaudieren oder das anerkennen, aber das muss man nicht abfeiern wie ein Popstar irgendwie. In Brooklyn, es war, muss ich ja zustimmen, der Applaus war echter. Es hatte einen Eventcharakter, was ich gar nicht despektierlich meine. Und natürlich, wenn du kleiner Shop-Mitarbeiter bist, mit einem übersichtlichen Gehalt wahrscheinlich, tut es einfach gut, mal dabei zu sein, oder? Das denke ich auch. Ich wäre ja auch gerne mal dabei. Wir wären alle gerne mal dabei, ja. Also für die da draußen, die durchaus schon mal Leserbriefe geschrieben haben, ob wir denn irgendwie an Tickets für die Keynotes kommen, weil man wäre gerade zu der Zeit mal in Kalifornien oder so, schreibt uns nicht wieder. Nein, da hat Apple schon sehr den Daumen drauf und ein sehr enges Kontingent an Zugangsberechtigungsschein und nochmal eine deutlich limitierte Anzahl für Deutschland. Und ja, was manchmal ein bisschen frustrierend ist. Und auch Anlass zur Kritik, finde ich durchaus. Also wie viele Apple-Magazine gibt es denn so in Europa? Ja, also tatsächlich auch, also jetzt mal, um auch ein bisschen Werbung damit für uns zu machen, auch auf allen möglichen Plattformen, ne? Also da sind ja, unser eigenes Printheft, unsere Präsenz auf Readly, unsere Online-Präsenz, dieser Podcast, wir haben schon eine gehörige Reichweite, wir sind nicht Spiegel Online, das ist mir auch klar, aber wir sind das einzige mir bekannte europäische Fachmedium, das wirklich auf allen relevanten Kanälen aktiv ist, aber Das ist auch so, ich rede ja auch mit den deutschen Mitarbeitern von Apple über sowas und denen sind ja auch hinreichend die Hände gebunden. Die würden ja auch lieben gerne mehr Leute drin, weil das ist schon Apple USA, die da einen Daumen drauf haben, aber ich bin schon etwas länger dabei und ich kenne das noch sogar aus den späten 80er Jahren und 90er Jahren von der Firma Atari, als die noch Computer gebaut haben. Die Amerikaner waren auch eher immer so davor, dass sie sich für die Atari-Magazine überhaupt nicht so interessiert haben. Das haben dann die deutschen Mitarbeiter als Problem erkannt und dann tatsächlich die deutsche Atari-Presse oder die deutschsprachige Atari-Messe, Presse, hofiert. Ja. Das haben sie sich so ein bisschen aufgeteilt seinerzeit. Tja. Ja. Nein, aber wie dem auch immer sei, toller Event völlig. Kann so weitergehen. Ich finde sowieso, dass es sehr, dass Apple da irgendwo hinpasste, finde ich. Apple, ich bin kein großer Fan von diesem Raumschiff, das sie da gebaut haben, was immer kalifornisch sehr steril wirkt irgendwie. Ich finde Apple jedenfalls mit diesen Maschinen, die etwas künstlerischer drauf sind oder für ein künstlerisches Publikum auch gedacht sind, und das sind sie ja letztlich alle, passt sehr gut in diesen Rahmen der Brooklyn Academy of Music, die sie da gewählt haben. Und ich rege doch an, dass die nächsten logischen Standorte für so eine Keynote, warum nicht mit der Keynote mal um die Welt touren, vielleicht Berlin und London wären. Wahrscheinlich käme zuerst noch irgendwas in China dran, aber ja. Wahrscheinlich Hongkong und Shanghai oder was weiß ich. Nee, aber das finde ich tatsächlich auch interessant, ja. Was mir noch aufgefallen ist, dass im Vorfeld im Vergleich zu den vorausgegangenen Keynotes sehr wenig bekannt war. Also klar, wir wussten, es wird ein iPad geben. Das war so gut wie sicher. Man hat auch schon irgendwo irgendwelche Renderbilder gesehen. Aber es gab zum Beispiel keine Prototypenfotos, die jetzt irgendwie im Netz rumgeisterten. Und es war auch relativ wenig zu hören. Und klar, es war sicher, dass Macs vorgestellt werden, aber es war nicht klar, was für Macs, in welcher Form, wie die aussehen werden. Und das ist tatsächlich noch so Klassiker wie der Mac Mini und das MacBook Air. Das hat man schon erwartet, oder? Ja, aber es war nicht sicher. Also es gibt ja nun Keynotes, wo wirklich alles vorher haarklein im Internet schon vorher zu lesen ist. Ja. Und das war in dem Fall halt deutlich weniger so. Wo dann auch mal so der Verschwörungstheoretiker in mir durchkommt.
Und ich glaube ja nicht an so Leaks, ne? Also an so die ganz frühen Bilder, die irgendwie verwackelt aufgenommen wurden, sind in chinesischen Fabriken geschenkt. Da hat tatsächlich irgendeiner, der dann danach auch mindestens seinen Hut nehmen muss, hat da irgendwie Fotos rausgeschmuggelt. Aber diese fertigen Bilder irgendwo auftauchen oder Spezifikationen, oder das streut Apple doch selbst. Das glaube ich auch. Ja, das ist ja auch klug, das zu tun. Also sowohl um entweder bei coolen Features schon vorher dafür zu sorgen, dass da viel Erwartung ist und viele Menschen darauf hinfiebern, und gerade auch, wenn sie Sachen wegnehmen, wie damals diese Kopfhörerbuchse, wo auch irgendwie einen Monat vorher bekannt war, dass die Kopfhörerbuchse wegfällt, das ist ja dann zum Zeitpunkt der Präsentation schon kein Thema mehr, schon alter Hut bis dahin. Es ist irgendwie total smart, das zu tun, und das unterstelle ich ihnen auch einfach, dass sie da schon vieles, vielleicht nicht alles, aber vieles schon sehr gezielt selbst streuen. Ich glaube, es ist von der Emotionalität, machen diese Firmen das heutzutage so. Google macht es ja genauso, die letzte Google I.O. und da war es ja auch so, dass die Produkte eigentlich vorher bekannt waren, und ich glaube, sie machen es auch deshalb, wenn sie es 3 Wochen vorher streuen, also Apple, Google und Microsoft, dass sich dann in den Netzen schon mal alle emotional dran abarbeiten können. Ne, klassisches Beispiel, kein Kopfhörerport, können sich alle vorher aufregen und durchdrehen auf Twitter, auf Facebook und überall. Und wenn dann die Keynote ist, klar, ist alles bekannt, aber dann können die Leute, also im Fall von Apple Tim Cook und seine Leute, also darauf hinweisen, hier guck mal, klar, das kennt ihr alle schon, das ist nichts Neues, aber so cool ist das wirklich. Also ja. Sie können sozusagen die Stimmung ist vorher schon so ein bisschen abgeebbt, jedenfalls die negative Stimmung. Sie können dann so ein bisschen nachschieben, hey, übrigens ist es so cool. Und ich glaube, das ist so von der Choreografie, sage ich mal, von der emotionalen Choreografie durchaus so gewollt. Und ich glaube auch, dass man sich damit zumindest in der Fachpresse die bessere Berichterstattung erkauft quasi. Mhm. Also gar nicht mal, dass sie wohlwollender ist, aber so arbeiten letztlich alle. Das ist ja nun das Geheimnis dahinter, dass auch wir relativ zügig mit Artikeln dann draußen sind, ist ja, dass man natürlich sich anguckt, was sagen so die letzten Gerüchte, welche Leaks gibt es so, und dann schon mit einem fertigen Stichwortzettel da reingeht in so eine Keynote und dann auch entsprechend schon einen Artikel raushauen kann, aber halt im Kopf auch schon mal viel vorbereitet hat, viel durchdacht hat und sagt, okay, wenn jetzt wirklich die Kopfhörerbuchse weglassen beim iPhone 7, was bedeutet das dann? Hat er schon mal eine fertige Meinung zu stehen und muss nicht dann live quasi sich was Kluges einfallen lassen, sondern kann was vorbereiten, was ja auch ein netter Nebeneffekt ist. Man hat dann hinterher in der Fachpresse, in Artikeln von Fachpresse, auch nicht so diesen Aufschrei-Charakter von boah, die Idioten, sondern das meine ich, man hat dann, achso, okay. Dann, ja, das hat sich vorher emotional totgelaufen, das meinte ich damit. Ah, okay, dann sind wir uns ja aus dem Fall einig, das ist ja schade für die Zuhörer. Selten genug vorher. Mit so Leaks erreicht man ja auch eine andere Gruppe von Nutzern. Also wer sich wirklich hardcore damit auseinandersetzt, schon Wochen vorher, den kann man dann daran heranführen, dass die Kopfhörerbuchse wegfällt. Der kann sich dann wirklich schon mal drüber aufregen. Für den ist das wahrscheinlich auch wichtig. Und für den Nutzer, der ja vielleicht zu Weihnachten mal drüber nachdenkt, ob er sich ein iPhone kauft und dann mal nachguckt, was ist eigentlich so neu oder nicht so neu, der sich auch nicht mit der Keynote auseinandersetzt, den erreichst du mit solchen Leaks ja auch gar nicht. Also. Ja. Nein, aber das war diesmal ein bisschen weniger, obwohl keiner war wohl verwundert über die Produkte, die am Ende vorgestellt wurden und dass das iPad im Zuge der Produktphilosophie von Apple nun weitestgehend randlos ist. Ja, das war nun. Ich bin nicht vom Stuhl gefallen. Es ist so klar, ne? Was sollen die sonst machen? Hey, wir haben jetzt überall 4 Zentimeter dicke Ränder, da guckt ihr, wa? Naja, da kann man diese Post-its dran kleben. Die verkaufen wir für 120 Euro das 10er-Pack. Ich höre da leise Kritik an meinem Monitor-Setup raus. Ich wollte gerade sagen, bei mir sieht es doch auch so aus. Ich habe doch auch allein gerade schon 3 Klebezettel hier wieder dran hängen. Ihr beherrscht alle eure To-Do-Listen nicht. Nein, wir können nur analog mit To-Do-Listen. Und wir jetzt aber tatsächlich auch endlich beim ersten echten Produkt wären, ne? Ja, da sind wir mit dem iPad Pro drin. Ja, wir wollten gerade schon, bevor wir loslegten, haben wir ein bisschen über die Reihenfolge diskutiert, wenn du jetzt hier mit dem iPad um die Ecke kommst, weil wir nämlich ein bisschen selber überrascht waren, wie unsere Leserinnen und Leser scheinbar die Produkte werten, zumindest was, das kann man eigentlich an Klickzahlen nicht festmachen, aber zumindest was Klickzahlen auf MacLive.de
betrifft, ist der Mac Mini das gefragteste Produkt, wenn es um Artikel darüber geht. Verwundert mich auch sehr. Aber auch mit Abstand, das sind da 20% mehr Leser als auf dem iPad-Artikel. Und ich bin bis heute der Meinung, dass Apple selber nicht kapiert, so wirklich guten Gewissens kapiert, warum dieses Ding immer noch gefordert wird. Ja, und da muss also ich mich zumindest an meine eigene, ich vielleicht auch an eure Nase, ich selber verstehe es auch nicht. Um die Hand da weg. Immerhin nicht der Fuß gewesen. Ich verstehe es auch nicht so wirklich. Also klar, der Mac Mini nach 4 Jahren und ich habe viele im Freundeskreis, ich habe den auch vor Jahren mal empfohlen und die sind auch immer noch sehr glücklich mit dem alten Gerät. Er ist für viele Einsatzgebiete tatsächlich ein toller Mac, aber so aufregend, dass er jetzt 20% mehr Aufsehen erregt als zum Beispiel das iPad, das will mir nicht so richtig. Es scheint immer noch ein Bedarf an Desktop-PCs. Ja, richtig klassisch. Da habe ich das böse Wort mal gesagt. Richtig Desktop. Da zu sein. Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Ich weiß kein Mensch warum, aber. Jetzt bleiben wir auch bei Mac Mini. Also, ich weiß nicht. Das Warum ist, glaube ich, für den aktuellen, den Mac Mini, den sehe ich auch nicht mehr in Privathaushalten. Allein schon wegen des Preises von 1000 Euro, 900 Euro. Die 899 ist, glaube ich, der MacLife.de Leser scheint dich der Lüge zu strafen, weil es können doch nicht alles Serverfarm-Anbieter sein. Ich weiß nicht, ich glaube. Seid ihr alle Serverfarm-Anbieter? Ihr seid genau, ja verrückt. Haben wir unsere Leserschaft völlig daneben? unklar. Weiß ich nicht, aber ich würde doch jetzt immer. Also, was ich beim Mac Mini so spannend finde, wir sind jetzt mittendrin im Thema, ne? Richtig? Ja, ja. iPad wird geschoben, sehr gut. bisher war der Mac Mini definitiv so auch als Einstiegsrechner zu sehen. Also für Leute, die nicht 2000 Euro für ein iMac oder für ein MacBook Pro oder so ausgeben wollten, sondern mit 500, 600 Euro in die macOS-Welt einsteigen wollten. Das empfinde ich doch immer noch so. Ja, aber inzwischen kannst du den Mac Mini so weit konfigurieren, dass du ihn definitiv auch in die Pro-Richtung bekommst. Also der hat eine unglaubliche Bandbreite. Aber mit welchem heutigen Computer, von welchem heutigen Computer kann man das eigentlich nicht sagen? Ja, aber der hätte ja auch, also das MacBook Air zum Beispiel gibt es mit einem Prozessor, Punkt. Und es gibt es sonst nur noch mit mehr Speicher oder nicht, Punkt. So. Das kannst du nicht groß konfigurieren. Also das MacBook Air nimmst du oder du nimmst es nicht. Ja, und okay, den Mac Mini kannst du den Prozessor verändern. Du kannst bis 1,5 Terabyte hochgehen. Du kannst Arbeitsspeicher ordentlich reinknallen und solche Dinge. Also der ist, du kannst den für 899, du kannst den aber, glaube ich, auch auf 4000 Euro hochtreiben. Und dann hat er halt auch Hardware, die definitiv nicht mehr für den Heimanwender zu Hause unterm Schreibtisch nötig ist. Ist dann aber auch tatsächlich Hardware, das ist dann wie früher, als Jobs das damals vorgestellt hat mit, wie hieß das, Bring Your Own Keyboard, Mouse, Monitor oder sowas, ist es ja nach wie vor. Also ist es mit dem Anschaffungspreis von dem Gerät ja für viele nicht getan. Okay, wahrscheinlich hast du noch eine Maus und das Tastatur irgendwo rumfliegen. Kannst ja weiterverwenden, vor allem alten Mac Mini. Wenn du einen alten hast, ja. Was hält dich auf? Ja. Aber naja, das Einsteigergerät, ne? Also du willst auf jeden Fall eine neue Tastatur schon mal dazu kaufen, weil die Apple-Tastatur ja doch schon mal anders ist als die von deinem PC. Also wenn du das Gerät als Einstieg in die Apple-Welt oder in die Mac-Welt verwendest. Das ist irgendwie. Ich glaube, viele Mac Mini-Leute wollen den einfach wieder haben. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob dass das Einstiegsgerät in die Mac-Droge ist. Das ist eher ein MacBook Air oder. Genau, genau, aber das ist ja der Punkt, den Kasper gerade, dass das irgendwie so mal gedacht war oder zumindest so verkauft worden ist uns als. Ja, zum Schluss zumindest war der so nach dem Motto, der ist jetzt 4 Jahre alt und ne, und ja, und ist ja günstig und ist ja billigste Mac. Und Apple hat von Anfang an ja auch so vermarktet. Ja, also dass sie gesagt haben, ja, hier, das ist ein günstiger Einstiegs-Mac und das ist das für die Leute, die halt kein voll integriertes Gerät wie ein iMac haben wollen, sondern ihr habt ohnehin die ganze Peripherie schon, hier ist der Computer dazu, viel Erfolg. Das, was du, Kasper, vorhin gesagt hast, der 4000 Euro iMac, ist das denn der Mac Pro jetzt? Mac Mini, du meinst Mac Mini für umgerechnet. Entschuldigung. Nein, dafür reicht es dann doch noch nicht. Also auch der iMac Pro ist immer noch besser. Also ich frage mich halt immer, ob Apple sich so ein bisschen um den Mac Pro jetzt rumdrückt. Hat man jetzt gesagt, dass der 2019 kommt, oder? Man hat es auf jeden Fall jetzt im Oktober nicht nochmal erwähnt. Nein. Erwähnt wurde der nicht. Apple hat gesagt, dass er nicht 2018 kommt. Okay, gut. Also wir wissen nicht, ob er im nächsten Jahr. Ah, da gehe ich schon stark von aus. Aber dann ist auch. Wofür? Wofür? Wofür?
für Menschen, die mehr Leistung brauchen, die häufiger mal Komponenten wechseln müssen. Die drei Leute. Naja, weiß ich nicht, wie viele Leute das so wirklich sind. Aber ich glaube felsenfest, dass Apple diese Zielgruppe nicht so sonderlich interessiert. Das hat übrigens Apple noch nie sonderlich interessiert. Immer wenn sie versucht haben, das die irgendwie zu bespielen, sind sie ja mit krachend gescheitert, finde ich irgendwie. Apple sieht sich, da greife ich ein bisschen vor aufs iPad, Apple sieht sich in erster Linie, glaube ich, oh, jetzt begebe ich mich aufs dünne Eis als Consumer Company. Die interessieren sich gar nicht so sehr für die Pro-Leute. Ja, okay, es ist nett, dass es die Leute gibt und dass es irgendwie Musikstudios gibt, die irgendwie so irgendwie an ihren oder sowieso Studios gibt, die irgendwie Audiokarten und Grafikkarten oder schieß mich tot da reinschrauben wollen. Also wenn du schon den ersten Mac, also den Ur-Mac anguckst, das war doch Steve Jobs schon damals suspekt, oder? Ich meine, das wollte immer Woos irgendwie da irgendwie noch reinschustern, wahrscheinlich oder so. Und das war dem schon immer suspekt, dem Jobs. Und also diese Mentalität ist bei Apple immer gleich geblieben. Ich widerspreche dir insofern, wir wechseln jetzt fleißig die Themen. Ich finde, das iPad Pro ist so vollgestopft mit Power, dass es schon übermotorisiert ist. Also es kann ja keiner ausreizen, für ein Tablet. Also im Vergleich hält es ja mit einigen MacBook Pros mit. Genau, deshalb ist es auch kein Tablet, aber Spoiler-Alarm. Wir kommen dann noch zu. Aber ich finde, da ist Apple irgendwie so, weil wir es können, packen wir da so einen Prozessor rein. So. Fertig. Also es wirkt halt so ganz anders als beim Mac, gefühlt. Ja, aber was hat das mit dem Mac, einem illusionären Mac Pro zu tun? Ja, das an dem sehr wahrscheinlich irgendwie ein Mitarbeiter im Keller abends schrauben darf. Aber das soll dann bloß nicht bei Tim vorbeigucken. Und wenn er hoch in die Kantine kommt, gucken alle immer ganz mitleidig. Weil er so blass ist, genau. Und außerdem noch iTunes programmieren muss. Oh ja. Also tatsächlich, die Verkaufszahlen von dem Mac Pro wären tatsächlich mal spannend. Ja, Das werden sie, also Apple hat ja gesagt, dass sie jetzt alle Verkaufszahlen veröffentlichen wollen. Regelmäßig. Oder so ähnlich. Ja. Oder so ähnlich. Ich habe das anders in Erinnerung, aber na gut. Du wirst schon wissen, was du sagst. Also, auf jeden Fall. Da gab es ja auch immer so einen Aufschrei darüber, dass Apple jetzt nicht mehr einzeln aufsplitten möchte, wie viele iPhones sie verkaufen und so. Ich finde das hinreichend albern, weil es ist ja auch, wenn man sich das mal anguckt, es ist ja nach wie vor, die Veröffentlichung von diesen Zahlen passieren ja in der Regel im Rahmen dieses quartalsweisen Earnings Calls, wo sie für die Aktionäre mal ein paar Zahlen rauslassen müssen, tatsächlich ja auch. Und der Trick, den es da ja inzwischen gibt, ist, dass die Stückzahlen, die Apple von, also die Kurve der Stückzahlen, die Apple von iPhones absetzt, schon lange nicht mehr parallel zu den Umsatzunterträgen läuft. Die Umsatzuntertragskurven sind deutlich steiler und das sind die viel relevanteren für die Menschen, die da irgendwie in diese Firma investieren. Und von daher ist es irgendwie auch nur folgerichtig, dass Apple das nicht mehr macht. Plus natürlich auch noch ein netter Nebeneffekt für Apple, dass sie weniger gegenüber der Konkurrenz offenlegen müssen, welche Modelle sich nur gut verkaufen. Das ist natürlich ist es spannend, denke ich zumindest mal, für die Hochpreissegmente von Samsung und Co. zu erfahren, welche Displaygrößen Apple eigentlich gut verkauft, zum Beispiel. Ich finde es auch, die Diskussion müßig. Das eignet sich hervorragend für Clickbait. Ja. Mhm. Aber im Groben und Ganzen, finde ich, passt es zum Image, dass sich Apple selber verpasst, dass sie darüber schweigen. Das passt nicht zu Apple, da irgendwelche Stückzahlen rauszugeben. Klar kann man darüber diskutieren, dass der ganz große Smartphone-Boom irgendwo in der Stagnation zurzeit befindlich ist und das wird natürlich auch Apple betreffen. Dann kann man darüber philosophieren, ob das vielleicht einer der Gründe ist, warum man denn in den Vorstandsetagen bei Apple gesagt hat, ja, dann sagen wir es jetzt einfach nicht mehr, gehen wir auf Nummer sicher. Aber wie schon bei der Apple Watch, wer will, weiß auch da die ungefähren Absatzzahlen ganz einfach indem man den Einzelhandel abfragt, indem man abfragt, wie viel Displays eigentlich irgendein Zulieferer gerade so herstellt für Apple. Also wer will, kommt dahinter. Ich denke das auch. Also die Frage ist, für wen das noch wirklich relevant ist und also wie nervös dann vielleicht auch Anleger sind, wenn dann weiterhin, wie heißt der Min-Chi Kuo?
dieser chinesische Analyst oder asiatische Analyst. Einfach alles weiß. Ja, ja, genau. Wenn der mal wieder irgendwie Fantasiezahlen dann rauslässt. Obwohl der ja eigentlich immer ganz gut liegt, oder? Bisher ja. Aber einfach mal als Beispiel. Wenn, Alter Ego von Tim. Trotzdem, 3 Minuten später stürzt der Aktienkurs irgendwie herab und so. Das ist so ein bisschen. Ja, muss gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, Apple wird das einfach durchziehen, weil es hinreichend egal einfach auch ist. Ja, ja, ja. So, also natürlich darf das offiziell niemand so sagen, aber ich glaube schon, dass es. Was da schon viel interessanter, finde ich, ist die Meldung, dass Apple bzw. Apples Vertragshändler in Zukunft offiziell über Amazon vertreiben. Ja. Weil, kleiner Hintergrund, wer jetzt sagt, wieso, ich habe mein iPhone X auch auf Amazon gekauft. Ja, aber dann nicht von einem autorisierten Apple-Fachhändler. Ne? Also von einem Dritthändler. Und dann hat man vielleicht mal Probleme irgendwie bei der Garantie oder so. Also man kann auf jeden Fall nicht denselben Service in Anspruch nehmen wie bei einem Apple-Vertragshändler. Und nun haben sich Amazon und Apple pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, so ein Zufall, darauf geeinigt, dass nun auch Apple und seine Vertragshändler offiziell, es werden nur die Vertragshändler sein, denke ich, offiziell bei Amazon verkaufen können. Was eine Win-Win-Situation ist. Für die Kunden habe ich ja eben schon erläutert, die werden dann den vollumfänglichen Garantieservice in Anspruch nehmen können. Apple hat einfach eine größere Streuung, hat ein einfachere Verfügbarkeit, eine höhere Verfügbarkeit. Was auch nicht zu unterschätzen ist in Märkten wie Indien, Japan und so weiter. Da ist, denke ich, schon wichtig, dass du auf jeden Fall Amazon spielst. Ja, und für die Apple-Vertragshändler ist es, denke ich, auch ganz schön. Aber natürlich öffnen sie sich damit natürlich ein bisschen Amazon, ne? Weil Jeff Bezos, wie spricht man aus? Bezos? Bestimmt, genau so. Bezos, Bezos. Der weiß dann natürlich ganz genau, wie viel iPhones Apple so verkauft. Da die aber jegliche Pläne, ein eigenes Smartphone zu bauen, denke ich, auf Eis gelegt haben und lieber Smart-Lautsprecher machen und da auch sehr erfolgreich sind, ist es relativ zu vernachlässigen. Übrigens den HomePod darf Amazon nicht oder will Amazon nicht verkaufen. Ich wollte gerade vielleicht aber, wollen aber, die den auch gar nicht verkaufen. Aber die 2 Geräte, das macht es dann auch nicht. Krabum. Den hast du echt nach wie vor gefressen, ne, ja. Den HomePod. Aber nochmal einmal kurz, gerade bei diesem Amazon-Ding, das ist doch auch Teil von irgendeinem Gegengeschäft, oder? Ich meine, Amazon ist doch auch, pöbelt doch auch schon lange genug rum, dass sie keine Lust haben, da irgendwelche Prozente an Apple abzutreten, dafür, dass ich mit meiner Amazon-App irgendwas kaufen kann. Und ich meine, so ein Kindle, das glaube ich immer noch nicht geklärt, weil ich kann ja nach wie vor in der Amazon Kindle App auf dem iPhone und iPad keine Bücher kaufen, sondern die muss ich ja dann bei Amazon kaufen und dann kann ich in der Kindle App laden. Grauenvoll. Das wird auch damit, also ich gehe davon aus, dass sich doch jetzt alles in den Wohlgefallen auflöst, dass wir doch irgendwie, die werden noch an einem Tisch gesessen haben und gesagt haben, pass auf, wir zahlen euch nichts, ihr zahlt uns nichts und Feuer frei. Klar, absolut. Also davon gehe ich auch aus. Ja, Tim und Jeff werden am Ende noch zusammen unter Weihnachtsbaum sitzen. Wir waren aber noch bei Mac Mini. Um nochmal ganz kurz wieder den Bogen zurückzuschlagen. Sehr gerne. Wir haben ihn ja als Testgerät da und was ich auf alle Fälle schon sagen kann, ist, dass was die Reparierbarkeit, einige Dinge gut sind und einige nicht so gut. Also der RAM, der Arbeitsspeicher ist überraschenderweise ganz einfach austauschbar. Du musst nur 3 Torx-Schrauben lösen und irgendwie ein bisschen dran ziehen und dann kommt dir der Arbeitsspeicher schon entgegen, laut iFixit. Genau, aber sowas wie die SSD, die ist fest verlötet, genauso wie der Prozessor. Ach ja, ja. Will die jemand austauschen? Ich denke auch nicht. Glaube ich nämlich nicht, denn Apple hat sich ja auch entschieden oder haben die letzten Jahre wieder hin entwickelt, völlige Fantasiepreise sich für Speichererweiterungen auszudenken. Also das war ja mal auf einem besseren Weg, wo man natürlich immer noch teurer als der Markt war, aber immer, man es kann war okay, ja, Speicher mitzunehmen. Prinzipiell muss man sagen, der Markt, die Preise sinken bei Speichern. Genau, bei Apple steigen sie. Richtig, genau, und zwar exorbitant. So, und jetzt haben wir da irgendwie USB-C mit Thunderbolt 3 an dem Mac Mini dran. Mhm. Das heißt, du hast, wenn ich da... Ich glaube, 4 USB-C und 2 USB-A sind hinten noch dran. Genau, das heißt, wenn ich da extern Speicher anschließe, ist da sowieso fast genauso schnell wie interner Speicher und kostet mir die Hälfte von dem Aufpreis, den Apple haben möchte. Richtig, weil es gibt den Mac Mini auch mit 128 GB, das ist die kleinste Ausführung. Aber da es ein Desktop-Rechner ist, reicht das ja tatsächlich wirklich. Das ist auch egal. Also beim MacBook stürzt mich viel mehr. Ja, so, weil du das durch die Gegend kriegst. Lust.
externen Speicher angeschlüsselt zu haben. Das ist, finde ich, irgendwie völlig absurd. Aber beim Desktop-Mac, ja, völlig Banane, hängt da halt eine Samsung SSD dran, die ohnehin vielleicht sogar besser performt als den Speicher, den Apple da drin hat. Mhm. Also bei Apple Speicher ist schon gut, aber gerade bei den geringeren Speicherkapazitäten sind die auch irgendwie nicht so fix. Eine kleine Kritik habe ich am iMac, aber trotzdem, ich finde es relativ... Mac Mini. Freudsche Fehlleistung. Ist mir schon mal passiert vorhin. Ja, Mac Mini. Ich finde es relativ langweilig, dass sie am Gehäuse, glaube ich, gar nichts gemacht haben. Nur die Farbe. Ui. Ja. Hätten jedenfalls das Goldene noch anbieten können. Oh, sexy. Es fängt das schon wieder an. Nein, sie hätten jedenfalls den Formfaktor von dem aktuellen Apple TV nehmen können. Ja, genau. Hätte ich irgendwie cooler gefunden. Also so gar nichts zu machen, weiß nicht. Nee, also das Äußere ist tatsächlich fast komplett mit dem Vorgänger. Und damit man ihn unterscheiden kann, wie gesagt, und wahrscheinlich auch, weil er so ein bisschen in die Pro-Richtung wandert, ist die Space-graue, dunkle Farbe jetzt mit dabei. Da kann ich gleich doppelt klug scheißen. Da freut mich klug scheißen. Zum einen habe ich mal von einem Leser wahnsinnig auf den Deckel dafür bekommen und habe es dann nachgelesen, habe es mir dann auch gemerkt. Ich habe mir die Begründung leider nicht mehr gemerkt, aber immerhin. Das Formfaktor heißt im Deutschen, ist was im Deutschen was anderes als Formfaktor im Englischen. Ich habe vergessen, was das Deutsche ist, aber ich habe von dem Leser tatsächlich eine sehr, sehr lange böse Mail bekommen, dass ich dafür gefälligst irgendwie Format oder Abmessung oder irgendwie sowas sagen. Das ist ein Anglizismus, den haben wir einfach übernommen. So. Ja. Der Formfaktor ist ein Begriff aus der elektrischen Messtechnik und bezeichnet das Verhältnis von Effektivwert zu Gleichrichtwert eines periodischen Signals. Wer das jetzt nicht verstanden hat, so wie ich, der kann das gerne auf Wikipedia nachlesen. Auf jeden Fall passt es nicht zum Gehäuse. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch nicht verstanden, aber so wie ich es meinte, passt es nicht zum Gehäuse. Vielleicht passt es zum Gehäuse. Aber. Und das andere ist, also warum sie das dann geändert haben, haben sie, glaube ich, haben sie ja auch schon mit begründet. Sie haben ja eben zwei Fotos gezeigt von diesen Mac Mini Data Centern. Und ich glaube, die werden mit solchen Leuten auch gesprochen haben, wenn wir einen neuen Mac Mini machen, was braucht ihr eigentlich an Hardware, damit das irgendwie cooler ist? Und die werden ihnen schon gesagt haben, hier, wichtiger Faktor ist übrigens, wir haben hier diese Einschiebe für diesen... Der Formfaktor. Für diesen der wichtige Faktor für die Form. Genau. Ein entscheidender Faktor für die Form ist, dass wir hier diese Einschiebe haben und wenn ihr jetzt einen Mac Mini baut, der nur noch halb so groß ist, dann fallen die alle hier raus. Glaube ich im Leben nicht. Sowas interessiert Apple nicht. Weiß ich nicht. Ihr kauft euch doch neuen Scheiß, so fertig. Ich glaube, die werden sich schon, zumindest wenn sie sich angeguckt haben, wer kauft eigentlich noch diese Mac Minis? Und wenn man, die heißen ja nicht mehr Mac Mini Colo, sondern die heißen inzwischen irgendwie anders, ich habe vergessen wie. Die haben ja wirklich zigtausende davon rumliegen. Mhm. Ja, aber ich glaube halt auch, es war Apple einfach egal. Also der Mac Mini hatte wie viele Minuten auf der Präsentation? 2 gefühlt. und da durfte dann ein Mitarbeiter schnell mal durchhetzen und so erzählen, was Neues, und dann war das da. Ganz genau, es war ja fast Ironie, die man Apple überhaupt nicht zutraut, dass sie das wie so ein alternes Raumschiff da irgendwie, wie so ein Millennium Falcon aus Star Wars da irgendwie ins Bild fliegen lassen. Tief rührender Sound dabei. So irgendein alter Bekannter aus irgendeiner Ferngalaxie. Ja. Das hatte eine gewisse Ironie. Und wie gesagt, ich glaube, denen ist der Mac Mini einfach nicht wichtig genug, um komplett neues Design zu machen. Was du an einem anderen Punkt auch noch merkst, den wir erst vor einer Stunde oder zwei festgestellt haben, weil mir nämlich auffiel, ja, der Mac Mini hat doch einen Lautsprecher, probiere ich den mal aus. Der ist... Verdient er das Wort? Nein. Ich habe selten was so Dumpfes, Rührendes. Also der klingt wirklich, wenn ich den unter Wasser halte in der Badewanne, klingt der Mac Mini wahrscheinlich immer noch besser als... So, und das ist, glaube ich, das Bauteil von vor 8 Jahren, dieser Lautsprecher. Das heißt, Apple hat auch nicht unbedingt das Bedürfnis, da auch Einzelteile in dem Gerät noch großartig zu verändern. Es gibt halt jetzt neue Prozessoren, es gibt schnellere SSDs und damit sollen die Leute sich jetzt gefälligst auch zufrieden geben. Das ist so ein bisschen... Es wird auch, denke ich, die letzte Modellversion gewesen sein. Ich denke auch. Für die nächsten 4 Jahre. Ja, ich fürchte auch, dass wir nicht jetzt jedes Jahr einen neuen Mac Mini Modell vorgestellt bekommen. Am Rande finde ich es übrigens ganz angenehm, wofür Apple oft kritisiert wird. Ich finde es ganz angenehm, dass sie nicht mehr so panisch dabei sind, unbedingt jedes Jahr neue Mac-Modelle auf den Markt zu schmeißen. Ich würde es fast gerne sehen, wenn man beim iPhone ähnlich vorgehen würde. Mhm. Denn seien wir doch ehrlich, mit so einem iPhone X oder 10 oder wie es auch immer heißt,
könnte man locker auch 4 Jahre arbeiten, ohne, auch 5 ohne oder dass 6 wahrscheinlich, was wehtun würde. Ja. Ich glaube, dass Apple mit den, also zum einen ist natürlich der Marktdruck da, das könnte Apple immer noch egal sein. Ich glaube aber, dass die gerade beim iPhone. Ja. Ja, das verstehe ich auch, warum sie es machen. Ja, ich glaube aber, ein anderer Punkt ist, den ich glaube ich als wichtiger sogar erachte, und da schließt sich ein kleiner Kreis. Sie müssen jedes Jahr, also in dieser inneren Logik, müssen sie jedes Jahr ein performanteres iPhone rausbringen. Mm, mm. Und mit jedem Mal, wo sie diesen A12 aktuell Prozessor performanter machen, kommen sie näher an Intel ran. Und in weiten Teilen haben sie Intel inzwischen sogar überholt. Also man kann iPad Pro, kommen wir gleich nochmal zu, aber man muss wirklich sehr, sehr tief in die Tasche greifen, bis man den ersten das erste MacBook erreicht hat, was mehr Power hat als das iPad Pro. Mm. Und ich glaube, das ist so der Treiber, dass sie halt in dem iPhone müssen die Chips unfassbar effizient sein, was das so Energieaufnahme und so anbelangt. Und Wärme, das Ding hat keinen Lüfter. Was Wärme anbelangt. Und ich glaube, jede neue A-Chip-Generation fürs iPhone bringt sie näher an einen ARM-Prozessor für den Mac. Und das ist, glaube ich, so das Fernziel. Was da auch mal mit reinspielt. Wenn es den Mac dann noch gibt, oh, Spoiler. Nee, das nehmen wir jetzt wirklich nicht vor. Wir machen jetzt halbwegs geordnet weiter. Ich glaube, dass zum Mac Mini auch eigentlich alles gesagt ist. Also ja, es ist lustig, dass es noch gibt und es scheint Bedarf durchaus daran zu geben, weil er vielleicht auch am dieser Cube, den es mal gab, der sich nicht so toll verkauft hat, aber trotzdem immer noch so ein Kultfaktor ist und so. Er ist ein Würfel, der erste Macintosh war ein Würfel. Es schadet Apple auch nichts, dieses Modell noch irgendwo zu fahren. Wie gesagt, die Entwicklungskosten werden sich in Grenzen gehalten haben, denke ich. Also insofern. Ja, das denke ich auch. Wo sich deutlich mehr geändert hat, jetzt versuche ich es nämlich nochmal, ist beim iPad Pro. Ja. Denn mit dem habe ich mich nun ausführlich beschäftigt. Mhm. Und ich finde, dieses iPad ist allein schon vom Design her das erste iPad überhaupt, das die Vorgängergeneration auf den Schlag uralt aussehen lässt. Mhm. Weil alle iPads davor sahen irgendwie gleich aus. Das ist gar keine Kritik. Aber die waren ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber die hatten alle so einen relativ breiten schwarzen Rahmen, waren an den Seiten angeschrägt. Du hast ja auch relativ wenig, im Gegensatz zu einem Computer, relativ wenig Gestaltungsfreiheiten. Ich meine, es ist halt so eine Scheibe. Du hast eine Display und eine Rückseite. Ja. Naja, beim iPhone haben sie sich mehr Mühe gegeben. Das iPhone hat es hat einen Notch. Ja. Aber gut, das iPhone ist 3 Jahre länger am Markt, hat aber deutlich mehr Design-Iterationen hinter sich als das iPad. Ja. Mit dem ersten iPhone, dann dem iPhone 4, dem iPhone 5, jetzt der iPhone 6, das ist das vierte, also jetzt iPhone 10, innerhalb von jetzt ziemlich genau 10 Jahren die fünfte komplette Revision des Designs. Und das iPad, also das iPad von 2018, das ist also das normale iPad ohne Namenszusatz, sieht im Prinzip nicht viel anders aus als das iPad 2 von 2011. Ja, genau. Das erste war noch ein bisschen anders, weil klobiger und so. Und doppelt so dick, wie alle anderen, die nachgekommen sind, genau, gefühlt, und doppelt so schwer. Aber ja, ansonsten ist das iPad Pro von 2018, das neue, ist, glaube ich, ein Ausblick auf kommende iPhone-Generation. Das ist sehr nah, finde ich, am Design vom iPhone 5, was ich immer noch für das beste iPhone-Design bisher halte. Das ist auf beiden Seiten sehr flach, sehr plan, mit Aluminium wieder. Es sind zwei komplett plane Scheiben, die quasi aufeinander liegen. Es gibt keine Rundung, relativ harte Kanten. Ich finde, es sieht sehr edel aus. Also da würde ich fast so weit gehen, wie du, ich glaube, in der letzten Sendung bei der neuen Apple Watch, dass ebenso wie bei der Apple Watch Apple jetzt beim iPad zumindest in professionellen Linie Daten gekommen sind, wo sie von Anfang an hin wollten. Mhm, genau, ja. Das ist durchaus möglich, ja. Ja, ja, also sie haben natürlich immer auch vieles möglich gemacht damit, ne? Sie haben viele Tricks gelernt. Sie haben jetzt vom iPhone 10R, den Trick übernommen, dass das Display in den Ecken rund gefaltet zu bekommen. Also nicht gefaltet, aber sind aber damit auch die Einzigen. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben und habe da auch es gab niemanden, der da Kritik dran geäußert hat, und das lese ich ja relativ schnell mit. Ich habe auch keins gefunden bisher. Keinen anderen Hersteller gefunden, der es schafft, die Radien, die das Display in den Karten hat und das Gehäuse hat, gleich hinzubekommen.
Gibt es einfach, gibt es wirklich keinen. Ich habe mir, jemand schrieb mir, dass das Google Pixel das kann. Das stimmt, aber dafür haben die oben und unten andere Radien. Was mich persönlich, mich stört sowas. Ich bin aber auch derjenige, der daran stört, dass der Carlsen Verlag es nicht geschafft hat, bei allen 8 Harry Potter Bänden auf dem Rücken Harry Potter auf der gleichen Höhe drauf zu drucken. Von daher, das mit diesen Radien mag in echten Welt niemanden außer mir stören, aber es ist nun mal da. Der eigentliche große Punkt beim iPad Pro ist aber diese unfassbare Power, die da drin steckt mit dem A12X Prozessor. Da heißt das X nämlich X, ist ein Buchstabe und keine römische Ziffer. Da müssen wir auch echt mehr Scheiß zusammenkriegen irgendwie. Also weg von diesen römischen Zahlen, das machen wir alles fertig. Ja. Die gehören verboten, genau wie beim Super Bowl auch. Der nächste Super Bowl. Ja, aber da ist es ja noch, also das finde ich noch okay. Weil da heißt der Super Bowl nicht mal so und mal so. Doch, Super Bowl 50 hieß Super Bowl 50, das waren arabische Ziffern. Danach haben ernsthaft? Ja, die haben davor, bis 49 haben sie römisch gezählt, Super Bowl 50 war arabische Ziffern und jetzt geht's Latein weiter. Okay. Hölle. Da bin ich, das habe ich gar nicht. Das sieht so einfach aus, eine 50. Ja, ja. Ja, das muss der Amerikaner verstehen. Römisch. L können die nicht. L können die nicht. Super Bowl L? Wir haben immer mindestens XL. Ist das jetzt der Light? Da geht's nicht mehr. Ist das jetzt der Light Super Bowl? Den gucke ich nicht. Der Light Super Bowl, ja. Mit runden Bällen. Nein. Leicht von dem abgekommen. Unfassbare Power, die da drin steckt in diesem iPad Pro, was tatsächlich alle Macs, zumindest so in der Standardkonfiguration, alle mobilen Macs erstmal vor die Wand fahren lässt. Ja, außer dem 15 Zoll MacBook Pro, glaube ich, oder? Aber auch nicht in der Standardkonfiguration. Da muss man auch schon irgendeine Schippe drauflegen, meine ich. Ich will mich, also zumindest bei den 2017er Geräten, das 2018er kann sein, dass das irgendwie leicht vorliegt, aber auch nur in der Multicore-Performance. Da heißt aber trotzdem, dass es für die allermeisten Anwendungen genug Power hat. Das Problem ist dann eher, und das ist das, wo du, Thomas, deinen großen Auftritt im Zweifel hast, ist die Software. Also erstmal muss ich dazu sagen, ja, ich stimme dir zu und ich würde so weit gehen zu sagen, dass das iPad eigentlich mittlerweile ein Etikettenschwindel ist, weil das iPad ist nicht mehr das iPad, es ist kein typischer Tablet-Computer und sollte es vielleicht in der Vision seines Erschaffers auch gar nicht sein. Ich würde so weit gehen, dass das iPad in der natürlichen Evolution der Apple-Computer eigentlich der aktuelle Mac ist. Wenn man sich die Choreografie dieses Abends mal anschaut, dann ist man mit dem Mac eingestiegen, aber wie hat man den Mac erstmal präsentiert? Man hat ein Schwarz-Weiß-Video drehen lassen, wo man Menschen gesehen hat, häufig etwas ältere Menschen auch, oder jedenfalls in reiferen Alter. Bono. Paul McCartney. J.J. Abrams. die mit dem Mac gearbeitet haben, wie gesagt, alles in Schwarz-Weiß getaucht. Es wirkte alles so ein bisschen nostalgisch, ja, fast vorweihnachtlich, als wenn man sagen würde, ach schön, man hätte noch so ein bisschen Mac-Duft einspielen müssen. Ach, weißt du damals noch? Die saßen vor allem vor ihrem Mac, wie meine Oma vor ihrem Mac sitzt. Also quasi Brille runter und dann so ganz dicht an den Bildschirm ran und solche Dinge. Klar, am Ende muss dann immer das kleine Mädchen mit den großen Augen sein, genau, oder der kleine Junge mit den großen Augen. Trotzdem es war diese Nostalgie im Raum. Mac, ja, das war schön. dann hat man dann auch das MacBook Air und den, jetzt sage ich es richtig, Mac Mini so ein bisschen ins heutige Zeitalter katapultiert, kann man ja eigentlich so sagen. Dann ist man aber ganz schnell wieder zum MacBook Pro übergegangen und da würde ich wirklich sagen, das iPad ist die Inkarnation der Idee Mac des 21. Jahrhunderts. Mhm. Wenn man sich anschaut, was war eigentlich das Besondere am ersten Macintosh? Er sah schon damals, würde ich sagen, nicht aus wie ein klassischer Computer. Diese komischen großen Kästen damals tatsächlich noch oder was ich einen C64 anguckt, der aussah irgendwie wie eine abgebrochene Schreibmaschine und Steve Jobs hat ihn ganz bewusst so gestalten lassen, dass die Frage immer sein sollte, ja und wo ist da der Computer? Der war im Monitor verschwunden. Diese Capriole hat er nachher nochmal wiederholt tatsächlich beim iMac, was natürlich sehr viel größer aussah.
Und er konnte es gar nicht erwarten, bis dann endlich der Flachbildschirm so weit war, dass man ihn in großen Stückzahlen zu einigermaßen vernünftigen Preisen produzieren konnte. Und dann verschwand eigentlich der Computer immer mehr. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee Mac neben der Benutzerfreundlichkeit durch die Oberfläche, ist, glaube ich, die Idee Mac, jedenfalls im Kopf von Jobs, immer mehr Computer sozusagen verschwinden zu lassen. Und in dieser natürlichen Evolution ist tatsächlich das iPad, besonders jetzt das iPad Pro mit der Power, bisher die Spitze dieser Evolution. Du nimmst immer mehr Hardware weg. Sogar, du gehst sogar so weit, dass du sogar die Tastatur und die Maus zu einem optionalen, hochpreisigen Gegenstand machst, einer Option, einem Zubehörartikel. Und hast im Prinzip etwas sehr Haptisches, was du direkt anfassen kannst. Du kannst direkt drauf tappen und es passiert etwas, ne? Piktogramm ist eigentlich wie eine Art Schalter, den man drückt. Und in dieser Linie würde ich schon sagen, dass das iPad Pro die logische Evolution eines Apple-Computers ist. Mhm. Ne? Und wenn man dann mal schaut, im Prinzip, dann könnte man diese ganze Apple-Produktlinie, Apple-Computer-Produktlinie jedenfalls neu durchnummerieren. Das ist erstmal der Apple I, das ist der legendäre Urvater, der eigentliche Personal-Computer. Vorher waren es alles komische Büromaschinen oder Rechencenter-Maschinen. Apple II ist eigentlich nicht der Apple II, sondern der eigentliche Apple II ist der Macintosh. Mhm. Ne? Weil der Apple II war ja eigentlich, wo ist seine Fortsetzung des Apple I? Ne? Der Apple III, oder ja, der Ur-Macintosh mit allen seinen Classic-OS-Nachfolgern, würde ich sagen, ist der eigentliche Apple II. Der Apple III wäre dann der iMac, MacBook, PowerBook, was es gab. Also alle Maschinen mit macOS 10, OS 10 beziehungsweise macOS. Der Apple IV wäre dann das iPad Pro. Ja. Würde ich mitgehen. Also auf jeden Fall hardware-seitig sehe ich das genau so. Ja. Definitiv. Also vor allem, weil du ja jetzt, wenn du mal die Tastatur abnimmst und den Stift zur Seite legst, ja nun wirklich nur noch ein Display in der Hand hast. Also genau. Dieser Eindruck ist, ich meine, das Vorgängermodell habe ich ja noch mit dem 10,5 Zoll, das ist jetzt nicht viel mehr randlos. Es ist, um ehrlich zu sein, ist das nur ein Zentimeter oben und unten mehr oder so. Aber trotzdem ist der Eindruck plötzlich ein ganz anderer. Also dieses Bildschirm in der Hand zu haben, ist jetzt plötzlich da. Ja, mich auch, ja. Deswegen wirkt es halt auch so old-fashioned, das Vorgängermodell. Ja, und deswegen ist es also umso dramatischer, finde ich, aber dann die da habe ich tatsächlich auch weitestgehend Bestätigung für erfahren, auch in meinem Artikel online, ja. die Unzulänglichkeiten, die iOS an der Stelle hat. Das ist, und zwar immer dann, wenn du mehr als eine Sache machen möchtest. Das Multitasking ist nach wie vor einfach nicht cool. Das sind eben zwei Apps, die irgendwie so ein bisschen ineinander laufen. Das ist ein Witz. Also bei Split View von Multitasking zu reden, das wäre beim Atari ST, da hat vorne oben links im Menü so sogenannte Accessories konnte aufrufen. Ja. Und die konnten dann nebenbei laufen. Und genau. Das ist sowas Ähnliches im Prinzip, so ein extra Fenster aufmachen. Ja, genau. Und es geht halt auch nur mit Apps, die unlängst sowieso schon geöffnet waren. Also eine App, die ich jetzt 3 Tage nicht offen hatte, die kann ich nicht einfach so ein Split-View ziehen, sondern muss erstmal ganz aufmachen oder muss sie vor dem Dock platziert haben. Das ist alles irgendwie schwierig. Aber das führt mich wieder zu der Theorie. Ich glaube, dieses Hantieren mit mehreren Programmen gleichzeitig, das ist auch nicht die Idee, Mac. Ja, das kann sein. Fokussiertes Arbeiten, das ist die Idee. Aber es hat ja noch viel mehr Unzulänglichkeiten, nämlich da auch wirklich, wirklich zur Weißglut an einigen Stellen getrieben haben. Die hängen alle zusammen mit dem neuen Feature USB-C, die meisten zumindest. Also Apple hat ja auch auf der Präsentation gezeigt, guck mal hier, und wir haben USB-C. Finde ich auch wirklich gut, USB-C. Ich liebe USB-C. Ich bin ein großer Fan von. Das macht viele Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Haben aber vorgetanzt, wie gut das doch ist, dass man das auch Monitor anschließen kann und sogar 5K-Monitore. Mit dem großen Bonus-Gag, dass das, dass der 5K-Monitor, den sie mit LG entwickelt haben, nicht funktioniert, weil der Thunderbolt erwartet und das iPad aber DisplayPort liefert oder umgekehrt. Will ich nicht durcheinander bringen, aber eins von beiden.
de facto gibt es aktuell kein 5K-Display, das mit dem iPad funktioniert, aber das wird ja kommen. So, das ist geschenkt. Aber das Arbeiten damit ist nach wie vor nicht cool, weil ich habe das probiert hier mit meinem eigenen Monitor, weil was die allermeisten Apps tun, ist so ein Mirroring-Modus. Spiegeln, ja. Genau. Mhm. So, das heißt, ich arbeite nach wie vor auf dem iPad und kann mir das auf dem Monitor angucken. Das heißt, auch wenn ich ein Video schneide, ich mache das auf dem iPad und kann hochgucken und sehe, aha, so sieht es groß aus und gucke wieder runter und arbeite weiter. Wofür? Brauche ich nicht. Finde ich wirklich an der Stelle albern, weil das ging vorher auch schon. Ich konnte vorher schon mit vom Lightning auf HDMI oder auf DisplayPort-Adapter das an den Monitor anschließen, wenn ich irgendwas in groß sehen wollte. Das ging auch bei Präsentationen. Also eine App, die wirklich was anderes auf dem großen Bildschirm aussieht, ist Keynote. Wenn ich da eine Präsentation halte, dann habe ich auf dem iPad halt meinen Presenter-Screen, wo ich irgendwie Stichworte etc. sehe und eine Uhrzeit. Und auf dem Fernseher, Monitor, was auch immer, sehe ich halt die Präsentation für das Publikum. Ging vorher aber auch schon. Das ist auch irgendwie nichts Neues. So, was fehlt also? Es fehlen die Unterstützung für Eingabegeräte. Weil wenn ich schon jetzt ein Video Schnittprogramm auf dem großen Fernseher und Monitor sehen kann, wie gut wäre es, wenn ich da auch arbeiten könnte. Ja, das heißt, da muss Apple halt mir erlauben, dass ich meine, von mir aus auch nur die Magic Maus und keine andere Maus mit dem iPad irgendwie koppeln kann, um auf diesem Display zu arbeiten. Das habe ich mit Apple schon diskutiert. Die haben gesagt, ja, aber dann müsste man ja die Maus auch auf dem iPad, und dann muss man halt nicht. Das könnt ihr doch programmieren, wie ihr wollt. Weil die Maus auf dem iPad ist natürlich Quatsch, so, das ist sehr auf Touch ausgelegt. Da mit einer Maus zu hantieren halte ich für Blödsinn. Aber wenn ich auf dem externen Monitor arbeiten will, dann brauche ich halt irgendein Eingabegerät da drauf. Punkt. Hm. Gibt's irgendwie nicht. Deswegen ist mir der Tastatur sogar funktioniert. So, ich könnte mir durchaus ein Schreibprogramm auf den großen Bildschirm werfen und mit der Tastatur, die ich am iPad gekoppelt habe, per Bluetooth oder so, darauf schreiben. Das funktioniert ja wiederum. Aber mit allem, was irgendwie so Bildbearbeitung und Videos ist und Audio, das, was die da vorgetanzt haben, geht das alles irgendwie nicht. Generell denke ich, dass iOS wirklich da das Problem ist. Denn ja, das darf man nicht vergessen, es ist ein Smartphone-Betriebssystem. Mhm. Ja. Und das ist ein Riesenproblem irgendwie. Also, dass sie sich da so gegen gesträubt haben, aus weltanschaulichen Gründen würde ich beinahe sagen, macOS und iOS irgendeine Form von Synergie anzustreben, das könnte denen bei diesen Plänen oder bei dieser natürlichen Evolution, die in meiner Theorie da stattfindet, muss ja niemand zustimmen, das könnte denen auf die Füße fallen. Also sie machen da ja viel, aber es ist zu langsam. Also ja, dafür ist das iPad Pro, das neue iPad Pro technisch ein viel zu großer Sprung, als dass man sagt, ja, das mit der Software, das holen wir irgendwie nach. Das hätte jetzt fertig sein müssen. Das hat ja immer bei allen anderen Firmen auch super geklappt, mit der Software nachholen. Ja, genau. Das hätte jetzt ist halt der Punkt, bisher waren das iPad Pro, ich will nicht sagen Spielzeug, aber das neue iPad Pro, das spielt halt technisch in einer Liga mit dem Mac. So, deswegen kommt auch der Vergleich, den du da dran nicht gezogen hast. Nicht ohne Grund. Womit führen sie es vor? Sie führen es mit Photoshop vor. Ja. Welche Software hat denn den Mac in seinen Jahrzehnten jetzt mehr identifiziert als Photoshop? Nee. Und das ist natürlich ganz klar mit Bedacht gewählt, dass sie ausgerechnet diese App da nun, wo Adobe, glaube ich, auch lange Zeit sich gesträubt hat, das überhaupt aufs iPad zu bringen und eben nicht irgendwie Netflix zeigen oder was weiß ich, Amazon Kindle oder iBooks, was weiß ich was. Wir wollten es demonstrieren, es ist eine Profimaschine. Genau, und ich würde im Arbeitsalltag im Leben nicht auf macOS verzichten wollen und stattdessen auf iOS wechseln, weil das einfach immer noch viel zu lange dauert, alles. Und es ist halt wirklich, es ist ein gutes Smartphone-Betriebssystem, es reicht mir auf dem iPhone auch völlig aus. Ich möchte mit dem iPhone auch nicht die Dinge machen, die ich mit einem Mac mache, aber wie ihr sagt, das iPad Pro stößt langsam in Gebiete vor, die produktives Arbeiten ermöglichen würden von der Hardware definitiv. Und softwareseitig fehlt da etwas. Ich weiß halt nicht, ob Apple irgendwie an was arbeitet, was das mal ersetzen soll. Weiß ich nicht. Ich finde in den letzten Jahren, dass sie sowieso an den Betriebssystemen herzlich wenig gemacht haben. So bei macOS ist ja das beste Beispiel.
feiern die irgendwie eine halbe Stunde den Dark Mode ab. Ach, langweilig, ist das doch scheiße. Und irgendwie der Finder, oh, der Finder, oh, ach, der Finder. Der kann jetzt Stapel. Ja, ey, das sind doch keine Evolution im Betriebssystem. Nee. Ich sehe mit Sorge, dass Apple Betriebssysteme vernachlässigt. Nicht ohne Grund ist es doch bei Android so, dass Google es einfach nachgelassen hat, irgendwie Android auf Tablets zu bringen. Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob es Nilay Patel von The Verge war, ich glaube schon, der da zu berichten wusste, dass es ja durchaus wohl Pläne gegeben hätte, iOS mit iOS 12 fürs iPad deutlich weiter voranzubringen und da aber aufgrund von hast du nicht gesehen, dass irgendwie eingestampft worden ist und verschoben worden ist. Weiß ich nicht, vielleicht kommt das zwischendurch nochmal irgendwie zum Frühjahr was oder halt sonst nächstes Jahr. Aber ich halte es passt gerade nicht zusammen. Es passt gar nicht zusammen. Und das sieht man auch an einem anderen Punkt, den ich auch in iOS wirklich, den fand ich schon immer schwierig. Also diese Monitorgeschichte-Kiste, die fand ich bisher immer unbefriedigend, aber ich fand es okay. Aber jetzt, wo sie es als Pro-Maschine verkaufen und das als Arbeitsumgebung präsentieren, finde ich es wirklich nicht mehr angemessen. Und dann ist jetzt auch das Argument, USB-C, da kannst du ja alles anschließen. Mhm. Naja, eine Kamera funktioniert, klar. Ich weiß nicht, wie viele Kameras es gibt, die einen USB-Ausgang haben oder so. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Das muss man halt per Adapter machen. Das funktioniert sicherlich, klar, geschenkt. Tastaturen funktionieren auch. Ethernet-Adapter funktionieren auch. Ich kann Kabelnetzwerk auf dem iPad damit haben. In einigen Umgebungen sicherlich auch, geht es auch nicht anders. Banken zum Beispiel haben häufig keine WLANs, sondern auf Sicherheitsgründen. Darum bitte ich auch, ja. Naja, so. Aber wo es spannend wird, Speichermedien, das geht nicht, nach wie vor nicht. Also es geht schon, ich kann da irgendwelche USB-Sticks anschließen, entweder USB-A auf USB-C adaptiert oder USB-C USB-Sticks. Und solange da Fotos drauf sind, dann poppt auch die Fotos-App auf und sagt, guck mal hier, die kann ich dir importieren. Sogar in RAW. So wie da irgendwelche anderen Dateien drauf sind, geht's nicht. So, dann müssen dann die Hersteller von diesen USB-Sticks, die können eine eigene App auf dem iPhone und iPad haben, auf einmal auf dem iPad haben, um da Daten auszulesen, können die dann aber auch nur in ihre App halt speichern und nicht etwa in das Dateisystem von der Dateien-App packen. Ich finde es unfassbar, wenn es jetzt diesen Profi-Arbeitsgerät ist, dass ich da keine Dateien reinkriege. Ja, das soll alles irgendwie in der Cloud sein und so, das verstehe ich auch, das möchte ich auch. Ich möchte alle meine Dateien in der Cloud haben. Ja, aber warte, letzter Punkt, dann darfst du... mein Problem ist doch aber, wenn jetzt das iPad Pro die neue Arbeitsmaschine ist, dann habe ich keinen Mac mehr. Wie kriege ich denn diese Daten von diesem verdammten USB-Stick überhaupt in die Cloud, wenn mein blödes iPad das nicht auslesen kann? Also ich wollte übrigens mit meiner vorgetragenen Theorie nicht alle Macs obsolet machen und ich stimme dir vollkommen zu. Das war eher auch ein Denken, in welche Richtung es grundsätzlich bei Apple geht. Ja, ich stimme mir bei allen Problemen zu. Ich würde gerne nochmal, weil du es angesprochen hattest, auf iOS zurückkommen und irgendwelche Features fürs iPad Pro und so weiter. Das fand ich immer schon eine fatale Entwicklung, dass man für ein bestimmtes iPad jetzt irgendwelche exklusiven Features bereithält. Das war schon mal so. Das ist eine komische Entwicklung. Also das wäre der falsche Weg gewesen. Jetzt habe ich leider, ich hätte mir eine Notiz machen müssen sollen, wo ich einsteigen wollte. Wo wollte ich einsteigen? Bei irgendeinem Argument von dir. Das letzte Punkt war Speichermedien. Und anschließen und nur mit Apps und Kameras geht und so. Ich kann sozusagen, du überlegst, kann ich noch sagen, was noch alles nicht geht. Ich kann ganz kurz zu der Speichergeschichte. Das heißt ja im Grunde, dass das iPad eigentlich ja sogar die Festplatte erkennt, dass es sogar darauf zugreifen kann, dass es sie sogar lesen kann, dass es aber sowohl keinen Ort gibt, wo man das hinkopieren könnte, als auch keine Möglichkeit gibt, das für den Nutzer anzuzeigen. Und sie haben ja mit der Dateien-App quasi den Finder auf dem iPad nachgebaut. Es wäre so einfach, das da drin zu haben. Ja, dann ploppt das auf links an der Seite, du kannst drauf trippen, kannst das durchsuchen, fertig. Ja, was auch nicht geht, ist direkt aus Bildbearbeitungsprogramm, also sowohl Lightroom oder Pixelmator oder dann auch Photoshop, wenn es dann, ich glaube, Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres kommt. Ich kann nicht direkt auf Dateien zugreifen, auf Fotos. Die müssen erst in die Fotomediathek importiert werden. Von da aus geht es dann irgendwie weiter. Und dann haben sie sich sehr darüber gefreut. Es gibt ein in Zusammenarbeit mit Adobe gebastelten, sag schnell, Shortcut
aus der Siri-Shortcast. Siri-Kurzbefehl, ja. Dankeschön. Bitte. Um zu sagen, nimm die zuletzt importierten Fotos und pack mir die alle in Lightroom, damit ich bearbeiten kann. Ja, aber du kannst Siri bitte nicht als Notpflaster für Funktionen nehmen, genau, die es nicht gibt das beim ist, iPad. Das ist ohnehin so eine Krücke, das sehe ich auch so. Das ist da. Woran sie nicht gedacht haben bisher, ist der Rückweg, weil dann liegen die zwar irgendwie in Lightroom und vielleicht auch in Adobe Cloud, vielleicht will ich das aber gar nicht. Vielleicht habe ich ja alle meine Fotos in der Fotomediathek, aus gutem Grund, weil ich die bei Apple gesichert wissen möchte und weil ich wüsste, dass die auf allen meinen Geräten automatisch, auch im Apple TV automatisch sind, was mit Lightroom, mit Adobe Cloud nicht funktioniert. Da es gibt den Weg zurück, gibt es nicht. Nimm auch die 20 zuletzt bearbeiteten Fotos in Lightroom und pack die zurück in die Fotomediathek. Das ist auch nicht fertig gedacht. Dinge, die noch nicht gehen mit USB-C. Ich rede mich hier gerade ein bisschen Rage, das gefällt mir ganz gut. Ist ja auch ein bisschen therapeutisch, der Podcast hier. Ich denke, ne? Das auch, ja. Ich habe zu Hause und auch hier im Büro habe ich das große Glück, Monitore nutzen zu können, die man per USB-C mit seinem Mac verbindet. Das heißt, diese Monitore sind auch gleichzeitig mein Hub für vieles. Ich habe zu Hause und hier im Büro habe ich hier eine Festplatte mit einem Monitor dran, da ist mein Time Machine Backup dran. Zu Hause habe ich, ich habe so einen Fujitsu Siemens Super Duper Scanner IX500 oder so heißt er, glaube ich. Der hängt da per USB mit dran. Ich habe ein Mikrofon, was ich per USB an meinem Monitor dranhängen habe und das alles stecke ich per USB-C an meinem Mac und alles ist verbunden. All das kann das iPad nicht. Ich stöpsel diesen Monitor an und das iPad sagt, ja, guck mal hier, ich habe da einen Bildschirm entdeckt. Geräte durchschleifen ist zumindest mit diesen Geräten nicht der Fall. Und zwar auch mit klassischeren Geräten, wie, man mag auch lachen, aber ein Drucker oder so, es geht auch nicht. Ich lache da selbst ein bisschen, weil ich habe einfach gar keinen Drucker mehr zu Hause. Ich auch nicht. Aber die werden ja weiterhin verkauft. Menschen haben Drucker zu Hause. Und das iPad kann drucken. Es gibt eine Schnittstelle dafür. Wie mache ich aus den Bildschirminhalten wahrscheinlich eine PostScript-Datei, schicke die irgendwo hin, die wird gedruckt, das machen sie aktuell über AirPrint. Aber meine Güte, wenn der Drucker jetzt doch per USB-Kabel da dran hängt, warum geht das dann nicht mit? Das ist auch schwer zu vermitteln. Also du brauchst ja zwei Listen von Geräteklassen, ja, aber welche das geht gehen, doch, welche gehen nicht. Das geht in die Richtung, ich habe hier noch einen Kopfhörer mit Klinke. So ist das nun mal. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist auch Schluss mit USB-Druckern. Naja, aber mit Festplatten nicht. Also externe Festplatten oder sowas ist so ein Thema. Mhm. Ich glaube, da ist auch ein Problem, dass Apple es außerdem neben der Betriebssystementwicklung in den letzten Jahren versäumt hat, sich klarer als Cloud Company in den Mittelpunkt zu stehen. Du hast gesagt, ja, das läuft jetzt alles über iCloud und dies und jenes. Ja. Da war Google aber erfolgreicher. Dass sie ganz klar die Cloud in den Vordergrund gestellt haben. Die haben sogar ein komplettes Computersystem um die Cloud herum gebaut. Das ist das Chromebook. Und das hat irgendwie Apple so ein bisschen vermissen lassen, finde ich. So klar, die haben ihre iCloud und die funktioniert auch zur Synchronisation des eigenen goldenen Käfigs. Ja. In dem Fall wirklich, ja. Und alles andere hat man den anderen überlassen. Also ich würde jetzt, wenn mir jemand sagt, oh, aber macht doch heutzutage so Cloud-Computer, oh, dann würde ich sagen, ja, hier Google in erster Linie, Google Drive kannst du überall hin teilen, dies und jenes, haben so ein Computersystem drumherum. Dann gibt's noch Dropbox und Microsoft ist da ja auch ganz rührig und so. Aber Apple wird mir erstmal gar nicht einfallen. Das ist auch der nächste Wahnsinnspunkt. Also wenn man das mitspielt und sagt, ja, okay, so USB-Sticks, Alter, nimm uns halt die Cloud. Kann ich ja nicht. So, ich zahle jetzt irgendwie, ich zahle auch liebend gerne mein Zehner im Monat an Apple, um da irgendwie, ich glaube sogar 2 Terabyte aktuell Cloud-Speicher zu haben und da meine Backups von iOS-Geräten da drin. Das ist, finde ich, alles toll. Was ich nach wie vor nicht kann, ist dir meinen Ordner freigeben. Hm. Was ist ein Witz? Das kann ich nicht. Das ist Dropbox, wann ist das Dropbox? 10 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Das war so ein Feature von, weiß ich, vielleicht nicht von Tag 1 an, aber relativ zügig, war es, guck mal, hier ist ein Ordner, viel Erfolg. Alle Teile, die drin sind, sind auch bei dir. Geht nicht. Nach wie vor nicht. Und auch das Teilen von einzelnen Dokumenten ist nach wie vor nicht wirklich cool. Das funktioniert ganz gut bei Dokumenten, die halt an Apples eigenen Apps eingedockt sind. Pages oder Numbers oder so. Aber einfach mal irgendwie Textdokument oder das ist alles nach wie vor, das ist einfach wirklich, wirklich nicht cool. Und von daher ist es einfach auch keine Alternative. So, ich könnte mich ja damit anfreuen, wenn die Dateien-App, also die der iCloud Drive Teil von iCloud so funktionieren würde wie Dropbox, wie Google Drive, das inzwischen Google One heißt. Für die zahlenden Kunden, ja. Okay. Und von Microsoft
Bei denen heißt es OneDrive. OneDrive, ja. Oder für mich so Amazon. Wenn das so funktionieren würde, hätte ich gar kein Problem damit. Dann würde ich sagen, ja, okay, dann schmeiße ich das halt USB-Stick an meinen Mac ran und ist es wenigstens halt überall die ganzen Dateien und ich kann doch zugreifen und ich kann es mit Leuten teilen und so. Das geht aber nicht. Das sind echt harte Unzulänglichkeiten, die es da irgendwie gibt für den professionellen Einsatz. Genau, wenn es die natürliche Evolution des Apple-Computers ist, dann ist das, sind die Unzulänglichkeiten drumherum, die Brände drumherum, die müssen ganz schnell gelöst werden. Und was ich dabei, mein Hauptanliegen dabei ist, das ist ja nun nichts, was irgendwie vom Himmel gefallen ist. Das sind alles Limitierungen, die Apple sich selbst auferlegt. Die machen sich an den Stellen selbst das Leben schwer und den Teil verstehe ich nicht. Und deswegen, so sehr ich auch Fan von USB-C bin, glaube ich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt der falsche Schritt war, weil das Versprechen von USB-C ist ein Port für alles. In Wahrheit ist aber, ändert sich nichts so wirklich für mich dadurch, dass ich jetzt USB-C an dem iPad habe. Ich kann weiterhin eine Kamera anschließen, ich kann weiterhin einen Bildschirm anschließen, jetzt vielleicht ohne Adapter, wenn ich halt entsprechend neue externe Geräte habe, aber im Prinzip ändert sich für mich erstmal genau nichts. Ich habe aber das Versprechen in dieser Buchse ist ja, du kannst nämlich alles anschließen. Vielleicht hängt das mit dem Punkt zusammen, den du vorhin schon angesprochen hast, dass man softwareseitig eigentlich auch was anderes geplant hatte für dieses Gerät. Ich meine, die Planung für das iPad Pro sind nicht erst ein paar Wochen alt, die werden bestimmt schon seit ein paar Jahren dieses Gerät, so wie es da jetzt steht, entwickeln. Und wenn du auch weißt, wir bauen ab Ende 2018 USB-C ein und eigentlich soll iOS das auch in möglichst großem Maß unterstützen, nur jetzt war halt iOS 12 eher so ein Stabilisierungs- und Sicherheitsupdate, ja, dann ist da wahrscheinlich ja entweder an der Kommunikation oder irgendwie zwischen den Abteilungen was schiefgelaufen. Weil, wie du sagst, das macht eigentlich die Hardware macht einen ganz anderen Eindruck als die Software. Genau, die Hardware macht Versprechen, die Software nicht hält. Genau. Und das ist echt das Problem. Und dann ist auch die Frage, wie sehr hat die Pro-Community, die es so ja gar nicht gibt, aber auf ein neues iPad Pro gewartet. Das jetzt alte iPad Pro ist nach wie vor ein Hammergerät. Ja. So, und hätte man sich einfach sagen können, okay, was wir fürs iPad geplant haben, softwaremäßig, das wird jetzt irgendwie bis zum Dezember nicht fertig, das machen wir im März, April, hast du nicht gesehen, und bringt dann das neue iPad Pro erst raus. Ja. Das hätte nie, also ich finde es toll, das ist ein super Gerät, ich arbeite sehr gerne damit und ich habe auch jetzt die letzte, auch weil ich viel unterwegs war, die letzte Woche, 10 Tage, so, dann habe ich, sag ich, das habe auf jeden Fall, prima mit dem iPad Pro gearbeitet. Es geht total super, ich bin sehr begeistert von allem, was es kann. Und deswegen aber auch so fies enttäuscht von den Sachen, die es nicht kann. Und ich hätte es nicht vermisst. Also es hätte auf MacLife, glaube ich, keinen Artikel gegeben im Oktober, November, der geheißen hätte, wo bleibt eigentlich das neue iPad Pro? Ja. Den hätte es dann bei T-Online gegeben, oder? Ja, vielleicht, ja. Vielleicht. Aber genau. Und dann hätte man MacBook Air und Mac Mini, schon wieder richtig gesagt, zur Not mit 2 Pressemitteilungen rausgehauen. Ja. Wäre uns aber ein sehr schöner Oktober-Event flöten gegangen. Du hättest ja sogar den Mac Mini einfach ein bisschen mehr Zeit einräumen können und vielleicht noch ein bisschen das Ding aufblähen können oder nur eine Stunde veranstalten in New York, wäre ja auch gegangen. Dann hätten die Leute auch den Eindruck, ach guck mal, die Macs sind den Leuten, sind bei Apple. Ja, du doch kannst da nicht wirklich mit Mac Mini und neuen MacBook Air. MacBook Air, jetzt geht's wieder los. Ich sollte schnell wieder Alkohol trinken. mit MacBook Air. Aber von der Seite her darf der Apple bitte schon nie denken. Also es darf doch niemals, also vielleicht ist es so, dann das wäre auch böse, aber es darf doch niemals der Gedanke sein, oh, wir haben ja neue Produkte, damit können wir jetzt aber 2 Stunden können wir nicht gefüllt. Oh, wir ziehen das iPad Pro, ist noch nicht ganz fertig, aber wir ziehen das schon mal vor. Möchtest du wirklich mit einem neuen Mac Mini irgendwie eine Stunde füllen? Nee, nein, vielleicht ist es einfach kein Event dann. Genau. Aber es darf ja nicht so rum sein, du, wir haben das jetzt gebucht, diesen Saal, wir müssen es irgendwie voll machen. So, nein. Ich glaube, so denken die auch nicht. Nein. Also sowieso 2 Events so kurz hintereinander ist sowieso sportlich. Keine Ahnung. Man muss da natürlich die iPhones jetzt auch raushauen vor Weihnachten. Ja. Nach wie vor finde ich das neue iPad Pro ein erstaunliches Gerät. Und ich bezweifle auch, wenn sie es denn erst im März oder so gebracht hätten, dass sie bis dahin diese Unzulänglichkeiten, über die wir jetzt gesprochen haben, aufgeholt hätten. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin da sehr pessimistisch, dass du das iOS so weit aufbauen kannst. Nee. Ich weiß nicht, was. Also ich, das zum einen weiß nicht, ob nicht. Ich unterstelle es Nilay Patel, ich weiß nicht, ob es einen anderen Journalist war, habe ich gerade nicht auf der Pfanne. Man weiß ja nicht, woran es gescheitert ist bisher.
wie weit die waren, wie weit sie sind damit. Und seitdem womit? Ist ja auch, jetzt Frage, womit? Na, also die Ansage von, nochmal, ich behaupte, von Nilay Patel, ist, dass das Apple für iOS 12 einen viel größeren Schritt fürs iPad geplant hatte und damit Ding nicht fertig geworden ist, das eingestampft hat und auf iOS 13 verschoben hat. Das kann man glauben oder nicht. Ich kann's, kann man nicht vernünftig beurteilen. Fällt mir schwer. Ja, andererseits, es gibt ja nur noch innerhalb von Apple genug Menschen, die mit dem iPad arbeiten. So, und ich glaube, ich bin nicht der Erste, dem die Sachen aufgefallen sind, die ich da gerade runtergeladen habe. Nein, weil der Grundansatz einfach von iOS ist, ein Smartphone-Betriebssystem zu sein. Ja, Punkt. So, Punkt. Da sehe ich überhaupt nicht die Möglichkeit so richtig. Ich glaube eher, dass tatsächlich kein iOS 13 helfen wird, sondern wenn, dann vielleicht wirklich eine andere Art Betriebssystem. Also es wird auch kein Hybrid aus iOS und macOS die Lösung sein. Nein, weil macOS ist ja auch nicht mehr der Renner aller Zeiten. Nein, also, aber ich glaube auch, der goldene Mittelweg ist tatsächlich immer noch nicht gefunden. Also das Chromebook ist ja schon auf einem guten Weg, aber ich glaube, es ist auch immer noch nicht so das Betriebssystem, was die Tablet- und die Laptop-Welt irgendwie so richtig vereint. Also ich glaube, da fehlt einfach noch so dieser zündende Gedanke, wie verdammt kriegen wir das hin? Achtung, jetzt wird's das Eis noch dünner. Ich fand den Grundansatz von Microsoft bei, ich glaube, den sie zum ersten Mal mit Windows 8 durchgeführt haben, bis Windows 10 nachher, grundsätzlich gar nicht so schlecht von der Oberfläche her. Du meinst diese Kachelgeschichte? Diese Kachelgeschichte. Mhm. Ich glaube ganz einfach, Microsoft hat darauf spekuliert, dass sich Touchbildschirme sehr viel schneller auch bei Laptops durchsetzen würden. Ja. Die Convertibles schneller da sind und so weiter. Als Smartphone-Betriebssystem, jetzt mal stellen wir uns vor, es ist nicht von Microsoft gewesen. Das Smartphone-Betriebssystem fand ich ganz klasse, die Oberfläche. Also es war sehr sinnvoll und auf dem Convertible finde ich es auch sehr sinnvoll. Ich glaube auch nicht das Betriebssystem. Mit Mausklicken, das hat nicht hingehauen. Ich glaube halt, das Problem war nicht unbedingt Windows 8 oder 10 oder Windows Phone, sondern die App-Verfügbarkeit hat ja am Ende dem Betriebssystem auch so das Grab geschaufelt, weil du ja mit Mühe und Not WhatsApp da drauf gekriegt hast, die vielleicht unter Umständen eventuell, und das war es dann auch schon. Also selbst die Facebook-App war ja schon ein Riesendrama und ein Smartphone ohne Apps zu der Zeit ist unmöglich. Genau, ist eine ganz andere Baustelle. Microsoft war einfach zu spät überhaupt beim Smartphone. Ja, das so. Kommt auch noch dazu. Na, man war einfach auch zu spät. Und dementsprechend hat sich kein großer Hersteller da mehr groß bereit erklärt, auch wenn es die große Firma Microsoft war, da noch irgendwie jetzt eine dritte Version von neben Android und iOS zu stricken irgendwie. Trotzdem, von der reinen Usability, sag ich mal, war das, finde ich, oder ist das nach wie vor interessanter Weg. Ne? Das ist dieses Missing Link so, aber irgendwie hat es der Falsche gemacht. Ja, und beziehungsweise man müsste die Idee nehmen und sie vielleicht nochmal weiterentwickeln und ummodeln und da irgendwie vielleicht auch mal ein Experiment wagen. Also Google macht ja permanent irgendwie auch Experimente. Genau. Also Chrome OS ist ja irgendwie auch ein Experiment. Ganz großes Experiment, ja. Aber die tun wenigstens, ich weiß halt nicht, was Apple hinter verschlossenen Türen macht. Ja. Klar, so. Ja. Aber trotzdem hätte ich jetzt auch nichts dagegen zu sagen, anstelle von Apple, wir machen jetzt hier ein Betriebssystem, das soll jetzt für das neue iPad, um auch deren Funktionalität zu erweitern. Und das ist ja, iOS war doch auch nicht perfekt, als es das erste Mal rauskam. Also wie viele Funktionen mussten dann auch nachgebessert werden? Hatte keinen App Store. Ja, eben sowas. Und das kam halt erst Stück für Stück. Es würde doch auch niemand weinen, wenn jemand jetzt mit einer Version 1.0 von was Neuem kommt, wenn dann noch nicht alles perfekt ist. Also das ist so ein bisschen... Solange sie Pro drauf schreiben, schon. Ja, aber dann nenn's doch anders. Du darfst nachher natürlich nicht drei Betriebssysteme haben. Nee, also das ist genauso bescheuert irgendwie. Ich glaube aber auch, dieses Projekt Marzipan kann nicht die Lösung sein. Also, dass jetzt iOS-Apps auf dem Mac laufen. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich oder vielleicht sogar wir drei jetzt irgendwie wüssten. Nee, ich glaube, sonst würden wir nicht hier sitzen. Ja, vielleicht. Nochmal zu Google zurück, dass das Chrome OS auch nicht die letzte Entwicklung sein kann, auch Android nicht. Das zeigt das Projekt Fuchsia. Genau. Das für alle, die es nicht kennen, also Google arbeitet da noch an einem anderen Betriebssystem. Einfach. Das alles, also Android und Chrome OS, ja, verbinden das ist wohl soll. Der Plan, ja. Verbinden soll. Ich fand das Charmante bei dem Windows Phone Ansatz, also Betriebssystem, das hieß ja auch Windows Phone, oder? Ja. Windows Phone, ja. Fand ich, das ist das einzige Betriebssystem, das anders war.
Ganz genau. So, also ich meine, Apple kam dann mit iOS auf den Markt und ziemlich zügig danach haben sich alle da so ein bisschen dran angepasst oder zumindest sagen wir orientiert. Und auch heute, bis heute, ja, du hast grundsätzlich hast du natürlich mal diverse Verschiedenheiten zwischen Android und iOS. Im Prinzip, wenn du weißt, wie du das eine bedienst, das andere auch bedient. Mhm. So, ja, die Einstellungen sind irgendwie anders und das eine ist bei dem schöner, das andere ist bei dem hässlicher, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Aber der Windows Phone Ansatz war völlig anderer. Das fand ich erfrischend. Und ja, die waren einfach zu spät gekommen, haben zu wenig gemacht, aber das fand ich irgendwie ganz cool. Dass Microsoft gerade dann gescheitert ist, wenn sie mal was Eigenes gemacht haben. Ne? Das ist schon tragisch. Und was Gutes. Und ja. Was Gutes. Ja. Die haben mit viel Mist Erfolg gehabt. Ja, vor allen Dingen mit viel Copycat, ne? Ja. Tatsächlich, ja. Ich hätte noch zwei Punkte zum iPad Pro, dass ich... Vielleicht war es Karma. Märkisches Karma. Ja. Ich kann es gar nicht genug betonen, also wie sehr ich das iPad Pro tatsächlich auch mag. Und ich habe noch zwei Punkte, habe ich noch auf der Liste dazu. Den neuen Apple Pencil 2 finde ich von vorne bis hinten großartig. Ich finde es gut, dass ich ihn nicht mehr an diesen Lightning-Port stecken muss und immer das Gefühl habe, der bricht mir gleich ab, wenn er da irgendwie, ist mir nie passiert, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es eben so ein bisschen, naja, hängt da halt so draußen dran zum Laden. Und was Apple jetzt dazu sagt, ist, man hat den Stift immer dabei und er ist immer geladen. Das stimmt auch. Ich habe ihn jetzt immer dabei, weil er an meinem Gehäuse da fest magnetisiert ist. Und da lädt er auch automatisch auf, induktiv, der ist immer dabei, ist immer geladen. Im Vergleich zu vorher, wo ich den Stift aber nie dabei hatte, nie geladen war, weil ich habe ihn auch selten genutzt. Ja. Und deswegen ist der Akku auch immer leer, wenn ich ihn alle 3 Tage mal nutze. Ich habe jedes Mal, wenn ich den Stift gebraucht habe und nutzen wollte, muss ich im Rucksack wühlen, in welcher Tasche ist er denn wohl, und dann erstmal eine Minute dran knubbern. Ja, und es war ja auch dermaßen unpraktisch. Es war das hässlichste... Die hässlichste Lösung, die man sich, wenn man sein Haus verkaufen will und dann gleichzeitig so einen Ständer so hatte, damit man dann das iPad so, da ist dann die Anzeige drauf zu verkaufen und dann pam in den Vorgarten und dann, dafür war es perfekt, aber dafür hat sie von dieser einen sehr speziellen Anwendung abgesehen, war es wirklich die uneleganteste Lösung. Außerdem hast du noch diese Kappe gehabt, die du da auch verloren hast. Ja, bei mir haben sie tatsächlich Katzen mal gefressen, um ehrlich zu sein. Naja, und also das war doch auch derselbe Designer sich ausgedacht, der entschieden hat, dass es total clever ist, die Magic Mouse auf dem Rücken zu drehen, um die zu laden mit dem. Ja, das ist dieser eine Designer bei Apple. Der auch iTunes programmiert. Ja. Und der Mac Pro Design. Also, ja. Gut. Das ist aber passé. Der Stift, Entschuldigung, ja. Ich will eins noch zum Stift. Der ist teurer geworden, wie alles bei Apple. Das ist so ein bisschen deren Mantra. Wir bringen neu und machen es teuer. Aber ich finde 135 einfach zu happig. Ist schon krass, ja. Also der letzte war ja, also die Version davor war ja schon happig, aber 135 für einen Eingabestift, der jetzt halt auf Doppeltap reagiert als Argument dafür, dass er teurer ist, ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ja, die haben schon vieles besser dran, finde ich. Aber ja, ich finde die Preissteigerung ist wirklich krass. Man hätte ihn auch einfach bei dem Preis belassen können. Der war schon teuer genug. Ja. Dieses induktive Laden, wo man den Stift da oben drauf packt, auch nicht Apple der Erste gewesen, ne? So ist Microsoft beim Surface, glaube ich, so. Die Magneten sind auf alle Fälle beim Surface. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der lädt auch induktiv beim Surface. Bei mir ist gerade nicht sicher. Ich habe es nicht auf der Hand gehabt. Aber der Magnet ist definitiv Microsoft Surface Tab. Was Apple sonst dazu gehört, ist die Tastatur, die ich nach wie vor im Großen und Ganzen mag. Ich habe bisher keine Tastatur fürs iPad gefunden, egal von dem Hersteller, auf der ich besser schreiben kann als auf dieser Tastatur. Was ich nach wie vor als Versäumnis erachte, ist, es gibt keine, wie heißen die, Media-Tasten. Warum hat diese Tastatur keine Play, Pause, Vorspul, Display-Helligkeitstasten? Von mir aus gerne eine Escape-Taste. Das gibt's da alles irgendwie nicht. Das vermisse ich wirklich sehr. Ansonsten bin ich von der Tastatur nach wie vor wirklich angetan. Die ist ja nochmal besser geworden, weil jetzt, wenn man die Tastatur, das iPad aufgestellt hat in dieser Hülle, die Bodenplatte ein Teil ist. Ja, bisher war der Bodenpart faltbar. Das ist jetzt ein Teil. Das ist extrem stabil. Ich kann damit auf den Schoß tippen. Ansonsten ist es toll. Mir fehlen die Mediatasten und sind toll. Die iOS übrigens kann. Wenn du eine Bluetooth
Tastatur vom Mac anschließt, ja, funktionieren die Medientasten und auch diese F3-Übersichtstaste funktioniert auch und solche Späße. Und da ist auch Platz. Also zumindest, ich habe das große iPad Pro vor mir, wenn man das kann man in zwei Rillen hier festsetzen, zwei Aufstellwinkel quasi. Und der Abstand zwischen dann Display und der ersten Tastenreihe, das sind schon so, boah, ich finde es mit dem Finger geschätzte 1,5 Zentimeter. Das reicht also für halb hohe Tasten, wie es auf der MacBook-Tastatur ja auch ist, und die auch nur halb hoch, die. Ich nenne sie Media Keys, weil es früher mal Media Keys waren. Aber nach wie vor würdest du doch zustimmen, dass dieses Keyboard von Apple auch Geschmackssache ist, oder? Da mag doch nicht jeder drauf tippen. Ne? Ja, es sind nicht mehr die doofen runden Tasten. Ja, sicherlich. Aber ich gehöre auch zu den Menschen, die... Und von Anfang an in Deutsch übrigens, ne? Jetzt neu. Ja. Auch wenn beim 11 Zoll, bei der 11 Zoll Tastatur alle Tasten mit Umlaut... halb so groß sind wie die anderen, was ein bisschen ungewohnt ist. Aber ja, auch auf Deutsch direkt. Hatten sie halt noch eine Packung Umlaute im Keller. Die haben sie da so drüber gekippt. Ein Kritikpunkt finde ich bei der Tastaturhülle, wenn du sie umklappst, um das iPad als Tablet in der Hand zu halten, hast du hinten die Tastatur. Und zwar das stimmt. Nicht wie früher so, dass sie eingeklappt war und nur die Rückseite, sondern du hast wirklich die Tasten da. Positiv ist, die Tastatur erkennt, dass du sie umklappst und reagiert nicht mehr auf Eingaben. Weil wenn das der Fall wäre, das wäre die Hölle, weil du drückst die ganze Zeit die Tasten, wenn du das iPad in der Hand hast. Ja. Das geht immerhin, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Kannst du eine hübsche Akkordeon-App programmieren? Thomas, bringt mich nicht auf Ideen. Also so convertible-mäßig. Genau, also ich bin dazu übergegangen, ich habe das kleinere ein bisschen zwei Tage jetzt mal ausprobiert. Ich ziehe tatsächlich das Tablet von der Hülle ab, das mache ich auch, von dem Case, und dann laufe ich mit dem Tablet rum, wenn ich die Tastatur nicht brauche, weil das ist... Ich glaube, so ist es auch gedacht. Ja, so ist es, glaube ich, auch gedacht. Ja. Also das Umzuklappen ist nur eine Notfalllösung, so nach dem Motto. Soweit zum iPad Pro? Ja. Dann, was fällt euch denn Neues an mir so auf? Deine Brille fällt uns auf. Dankeschön, das hat funktioniert. Ich dachte deine Frisur oder so, aber... Die ist tatsächlich seit mehreren Jahren gleich geblieben. Das, die wallende, lockige Mähne. Ja, ja. Tatsächlich, ich trage jetzt Brille. Ja, ich hatte, bist im Club der Brillenträger angekommen. Genau, in der Redaktion ist es 50-50 aufgeteilt. Noch. Noch, ich werde dem Club auch bald beitreten müssen. Ja, müssen, das ist das Stichwort, das ging mir auch so. Ich hatte das schon immer, ich hatte eine leichte Sehschwäche, ich bin leicht kurzsichtig tatsächlich. Minus ein Viertel und minus ein halb Dioptrien sind es auf den beiden Augen. Was sich tatsächlich bei mir verschlechtert hat oder intensiviert hat, ist eine Hornhautverkrümmung, die eher dazu führt, dass ich in der Distanz schlechter sehe, als man von den Dioptrienwerten denken würde. Und ich hatte das Glück, dass ich unlängst vor drei Wochen, ich habe vor drei Wochen zum ersten Mal mit einer Autorin und sehr guten Freundin von mir in Berlin war, und die hat mir da einen Laden gezeigt, Yun heißen die, Y-U-N, kommen aus Südkorea und machen Brillen. Inzwischen machen sie ja halt auch eigene Brillen, haben bisher genau ein einziges Ladengeschäft weltweit, das ist Berlin. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die sind von dem, wie sie das da alles aufziehen, wie sie da, die haben eine Ästhetik gewählt, die schon sehr an Apple Store erinnert. Haben diverse andere coole Features, wie zum Beispiel ich komme rein, wähle mir ein Brillengestell aus, bis ich gehe mit der fertigen Brille nach Hause, vergehen 30 Minuten. Und diese Brillen kosten pauschal etwas mehr als die Hälfte, als eine Brille im Schnitt kostet. Also der Bundesschnitt liegt irgendwie bei 440 € pro Brille, und bei Jun muss man sich schon Mühe geben, um mehr als 200 zu bezahlen für eine Brille. Also Gestell inklusive geschliffener Gläser, wohlgemerkt. Das ist wenig, oder? Fand ich auch. Ich bin zwar kein Brillenträger, aber ich denke, es ist wenig. Fand ich auch. So, dann kann man auch dazu wählen, das ist gar keine Beschichtung, weil es ist im Glas mit drin. Boho heißt das Ganze. Ist ein Blaulicht Dämpfer, wie ich gelernt habe, kein Filter, sondern Blaulichtdämpfer, die Brillen dann auch noch mal ein bisschen optimieren für Bildschirmarbeit zum Beispiel. Das Ganze fand ich so gut, dass ich habe eine mit diesem Boho-Glas gewählt, und dann dauert es nicht 30 Minuten, sondern drei Tage, bis die Brille fertig ist. So lange hatte ich aber nicht mehr in Berlin und habe jetzt abgeholt, als ich beim zweiten Mal in Berlin war, letzte Woche.
Und bin davon von der ganzen Experience, von wie man da Brillen kauft, wie man da beraten wird, wie viel Mühe die sich geben bei Anpassungen und so, war ich hinreichend überzeugt und habe dann kurzerhand zusammen mit Ilseken, das ist besagte Autorin, ein Interview gemacht mit Mirko Weiß, der ist da Store Manager und auch Optikermeister. Und der erzählt ein bisschen darüber, wo Jun herkommt, was das Besondere ist, wie es alles funktioniert. Und das hört ihr jetzt. Wir sitzen hier heute auf einer Bank, wie sie auch im Apple Store stehen könnte, in einem Laden, der auch von der Einrichtung her nicht so wirklich weit entfernt ist von dem, wie Apple Läden einrichtet. Aber hier werden keine Macs verkauft. Wir sitzen hier heute mit Mirko, Mirko Weiß. Mirko, wer bist du? Was machst du? Wo sind wir hier? Ich bin Mirko Weiß, bin Augenoptikermeister und bin hier der Store-Manager von dem Geschäft Jun in Berlin. Bin seit vielen Jahren Augenoptiker, habe das als Passion entwickelt, obwohl ich irgendwann mal wieder vom Kurs abgekommen bin und nicht mehr wollte. Habe dann die Schönheit der Optik wiederentdeckt und habe dann gesagt, jetzt ziehe ich es richtig durch und irgendwann landet man dann hier. Dass Jun ja schon vom Namen her nicht unbedingt nach Berliner Urgewächs klingt. Wo kommt ihr her? Warum seid ihr hier? Jun kommt aus Südkorea. Wir stellen seit fast 20 Jahren Brillengläser her für den internationalen Markt. Vorzugsweise beliefern wir ausschließlich andere Brillenglashersteller mit unseren Produkten. Da ja Retail das heutige Zauberwort ist, haben wir gedacht, wir machen Retail und gehen direkt mit unseren Gläsern zusätzlich an den Endverbraucher. Und da Berlin ja Startup Capital Nummer 1 ist momentan immer noch weltweit, ist die Wahl glücklicherweise auf Berlin gefallen. Deswegen Berlin. Als einziger Brückenkopf nach Europa bisher, ist da Expansion geplant? Nee, also natürlich ist auch die Tochter vom CEO hier in Deutschland verheiratet und die haben aber in Frankfurt gelebt, haben sich dann aber entschieden, wir bündeln alles in Berlin. Die sind dann also nach Berlin hochgezogen und dann wurde in Berlin wieder Laden eröffnet, vor 3 Jahren. Heißt für mich aber auch, ich habe aktuell nur die Chance, entweder online wahrscheinlich zu bestellen oder tatsächlich hierher zu kommen. Ganz genau. Wir sind die Ersten in Europa generell, die dieses Konzept fahren mit Brillen in 20 Minuten. Das ist Standort 1. Wir werden weiter expandieren. Nächster Standort wird Südkorea sein, Seoul, vermutlich nächstes Jahr. Und dann gucken wir, dass wir relativ schnell auf dem europäischen Markt weiter expandieren. Ihr habt noch keinen Standort in Seoul? Nein, aber das ist weltweit der erste Laden. Okay, das heißt, bisher ist es rein Online-Retail quasi, Online-Versandhandel gewesen. Nee, der Online-Versandhandel entstand parallel zu unserem Geschäft. Okay. Weil wir gedacht haben, wir haben dadurch, dass wir so viele internationale Kunden haben, viele noch was nachbestellen wollen und so weiter, macht sich das am besten. Und deswegen haben wir dann ein halbes Jahr später einen Online-Shop gelauncht. Ich fragte, weil du sagtest, du hast seit 20 Jahren Brillengläser hergestellt. Also habt ihr für andere dann Brillengläser hergestellt? Für andere, und dann, ja. Ah, okay, also als Zulieferer für... Genau, für andere Brillenglashersteller. Okay, spannend. Dann ist nochmal so, was ich ganz spannend finde, ist, dass der Laden an sich funktioniert, das wir letztes Mal schon mitbekommen, nicht nur für Berliner, sondern Menschen reisen hierher. Mhm. Unter anderem vermutlich auch deshalb, also wegen der Qualität, die er bietet, aber auch wegen der Preise, dass es sich tatsächlich für Menschen lohnen kann. Also ich habe tatsächlich bei meiner Brille, ich habe auch versucht, die mal bei anderen Online-Händlern und bei Firmen, wie sie heißt, zusammenzuklicken, so mit den Werten, die ich da so hatte. Und bin auf signifikant höhere Preise gestoßen, was es für mich tatsächlich auch gelohnt hätte, wenn ich nicht beruflich hier gewesen wäre. Wegen des Autos herzufahren, die Brille zu kaufen und zurückzufahren, wäre immer noch günstiger gewesen, als sie bei den meisten denen in Kiel zu kaufen. Wie kommt ihr auf die Preise? Also generell ist es so, dass wir tatsächlich einen Brillentourismus haben. Es kommen Leute wirklich direkt unseretwegen nach Berlin, vorzugsweise Schweiz und Skandinavien, die uns mittlerweile kennen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass eine Einstärkenbrille in Deutschland im Durchschnitt 440 Euro kostet, was immer noch eine stolze Summe ist. Das ist der Durchschnitt, wo ihr merkt, da sind dann natürlich auch tausende Kassenbrillen drin, also weiß man, was so maximal eine Brille kosten kann. Und natürlich, wenn man alles selbst herstellt, hat man ganz andere Preise, die man aufrufen kann an den Endverbraucher. Dann kommt hinzu, dass wir eine völlig andere Warenwirtschaft fahren, eine ganz andere Logistik im Background haben, uns auf Sachen massiv fokussiert haben und den ganzen überflüssigen Quatsch einfach weglassen. Und das sorgt dafür, dass wir einfach schlankere Kosten haben und deswegen können wir das so günstig anbieten. Ich glaube, Logistik ist ein ganz spannender Punkt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche strengen Geheimnisse verraten kannst oder so, aber allein der Aspekt von, dass ich hier, wenn ich keine speziellen Wünsche habe, nach 30 Minuten mit der Brille wieder rausspaziere, ist ja relativ einzigartig, wenn ich das richtig sehe.
das schafft ihr wie? Wir planen im Vorfeld ziemlich genau, was so gerade gefragt ist, was Brillenmodelle angeht. Gucken dann, dass wir eine gute Mischung haben, dass wir möglichst für jedes Gesicht eine passende Brille haben. Das klappt nicht immer, aber größtenteils. Und dadurch, dass wir auch nur eine ganz begrenzte Anzahl an Fassungen haben, macht es die Sache ziemlich schwierig, gute Modelle zu bauen, die immer passen. Aber das hat den gleichen Vorteil. In dem Moment, dass wir deutlich weniger Warenwirtschaft haben, weil wir eben nicht 6000 Brillen im Keller haben, sondern eben nur eine bestimmte Anzahl. Dadurch können wir das alles massiv optimieren. Wir gehen dann also auf hohe Stückzahlen und das macht dann den Preis einfach auch nochmal ein bisschen attraktiver. Wir sitzen hier so vor einer völlig absurd aussehenden Straße, Produktionsstraße. Was passiert hier mit meiner Brille? Wir haben 16.000 Brillengläser am Lager, noch. Wir fahren jetzt im Dezember nochmal 5.000 hoch, weil wir Gott sei Dank so gut unterwegs sind, dass wir das eigentlich tatsächlich auch brauchen. Glückwunsch. Ja, und natürlich muss das toll aussehen, sonst kommen die Kunden nicht rein. Wir haben nach wie vor einen extrem hohen Anteil an Spontankäufern. Das muss toll aussehen. Zeitgleich ist es aber ein Förderband, wo wir die Brillenaufträge rauflegen. Also wir haben die Gläser am Lager, der Kunde entscheidet sich für eine Brille. Dann werden die Gläser aus dem Regal genommen, werden geblockt und dann gehen sie auf die Reise zum Schleifautomaten. Das heißt, wir hier im Geschäft schleifen die Brillengläser in 20 Minuten ein, was sonst nirgendwo technisch machbar ist, so schnell. Das ist alles vorprogrammiert und das Förderband brauchen wir, um zu Stoßzeiten einfach ein bisschen Platz zu gewinnen, weil wir haben jetzt als Beispiel, wenn wir mal in 3 Stunden 65 Brillen verkaufen, dann haben wir 65 Riesenkisten im Weg stehen und das ist sozusagen der Lagerraum, wo dann die Brillen sukzessive abgearbeitet werden. Das ist einfach nur, dass es nicht mehr im Weg rumsteht. Deswegen ist das Band so lang. Für jemanden, der jetzt nicht im Optikergewerbe tätig ist, 65 Brillen in 3 Stunden, ist das viel, ist das wenig, ist das normal Dienstagvormittag? Ich habe gerade die aktuellen Zahlen wieder gelesen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 2,4 verkauften Brillen pro Tag pro Optiker in Deutschland. 2,4. Das ist weniger. Dann weiß man auch, warum eine Brille in traditionellen Augenoptikergeschäften einfach 500, 800 oder 1000 Euro kostet, weil mit 2,4 Brillen muss der die Miete bezahlen und seine Angestellten. Und das macht die Sache natürlich dann einfach deutlich preisintensiver. Wir sind komplett auf Masse organisiert, konzipiert und dadurch können wir einfach auch die Superpreise aufrufen. Vergesst du, wo euer Schnitt liegt? Schnitt? Am Wochenende gehen wir schon mal an die 100 ran. 100 Brillen am Tag. Das schaffen wir. Das ist beeindruckend. Ja, so. Ja. Das ist jetzt in diesen Spitzenzeiten. Ansonsten liegen wir ein bisschen drunter, aber im Monat machen wir locker die 1000 Brillen. Was du mir jetzt verkaufst, das ist ja nicht nur eine Brille, die eine reine Sehhilfe ist, sondern die auch so einen Blaulichtfilter drin hat. Fangen wir ganz vorne an. Warum habe ich das? Warum ist das gut? Wie funktionieren die? Wie intensiv willst du das jetzt erklären? Komm. Ich habe Zeit. Also generell ist es so, dass wir nicht mit den Augen sehen, sondern mit unserem Gehirn. Das Auge ist nur der Sensor, um die Daten eben aufzufangen und ans Gehirn weiterzuleiten. Und das Problem ist, wie werden die Daten weitergeleitet, ohne dass ich im Gehirn unglaublich viel Stress verursache. Wir haben auf der Netzhaut diverse Sensoren. Da ist eine Flüssigkeit drin, die nennt sich Rhodopsin oder Seepurpur. Und sobald ein Lichtreiz auf diese Sensoren trifft, auf diese Stäbchen und Zapfen, wird diese Flüssigkeit abgebaut. Und durch den Abbau dieser Flüssigkeit, ich nenne es jetzt einfach mal kleine Behälter, wird diese Flüssigkeit reduziert und durch diesen Abbau wird ein elektrischer Impuls erzeugt, der dann durch den Sehnerv ins Gehirn weitergeleitet wird, damit ich dort eben im Hirn also praktisch sehen kann. Habe ich besonders kurzwelliges Licht ist blaues Licht, das ist also sehr, sehr energiereich und energiegeladen, das heißt, das trifft besonders stark und häufig auf diese kleinen Behälter auf, dadurch wird besonders viel von dieser Flüssigkeit abgebaut. Das heißt, das Auge ist permanent in dem Modus produzieren, was zur Folge hat, dass das Auge eben schneller überlastet oder übermüdet ist. Und genau das passiert bei Monitoren, bei Smartphones, bei Computern. Überall, wo viel kurzwelliges blaues Licht rauskommt, wird das Auge massiv überfordert. Gleiche haben wir bei Xenon-Scheinwerfern, Autos oder bei LED, kaltweiß. Ne, da ist ein ganz hoher, also kaltes Licht hat einen sehr hohen Anteil an diesem kurzwelligen Licht. Zu verstehen vielleicht, warum mit dieser Flüssigkeit und Abbauen, wenn ich zum Beispiel mal ein Fotoapparat nehme und direkt ins Blitzlicht reingucke, wenn es angeht, wenn ich kurzzeitig ist vor den Augen alles schwarz. Ja. Dann bin ich blind. Das ist in dem Fall so, dass in dem Fall diese gesamte Flüssigkeit in diesen Behältern abgebaut wurde, diese Seepurpur. Dann kann ich nichts mehr sehen, kann kein Impuls mehr ans Gehirn weitergehen, dann muss das Auge das neu produzieren, dann ist das Flüssigkeit wieder aufgefüllt und dann kann ich wieder sehen.
Das hat diesen Effekt, ich gucke ins Blitzlicht, bin 2-3 Sekunden blind, bis das neu produziert wurde, dann kommt das Sehen langsam sukzessive wieder zurück. Und so ist es mit diesem blauen Effekt, mit diesem Blaulicht, natürlich in erheblich abgeschwächter Variante, aber sorgt eben dafür, dass mein Auge unter Umständen mehr Arbeit leistet, als es müsste. Und deswegen haben wir Brillen, die dafür sorgen, dass dieser aggressive Blaulichtanteil zu einem gewissen Maß reduziert wird, um dem Auge ein bisschen mehr Erholung zu geben und leistungsfähiger am Rechner zu sein. Okay, das heißt, die Produktion von diesem Sehpurpur ist auch das, was ich dann im Prinzip als Ermüdung merke, wenn das zu oft, zu lange, zu intensiv passieren muss. Kann man so schwer sagen. Ich glaube, das fühlt jeder irgendwie anders, aber das sind zumindest so diese wissenschaftlichen Fakten dazu. Wer jetzt irgendwie der Mac Live und Apple länger folgt, weiß, dass Apple inzwischen fast allen modernen Geräten, die sie verkaufen, ein Blaulichtfilter softwareseitig drin hat. Mhm. Ist das vergleichbar? Ist das besser? Ist das schlechter, was ihr hier macht? Ergänzt sich das vielleicht sogar? Das Problem ist, wenn man mit diesem Nightshift arbeitet, dass so viel Blau rausgefiltert wird, dass es kein natürliches Sehen mehr ist. Ne? Das heißt, die Farben werden verfälscht. Das ist spätestens ein Desaster für irgendwelche Grafiker oder so, die mit irgendwelchen Programmen arbeiten, wo Farben sehr, sehr wichtig sind. Natürlich, wenn ich ganz viel Blau rausfilter, dann wird weniger von diesem Blau abgebaut, von dieser Flüssigkeit im Auge, hat aber zur Folge, dass ich eben nicht mehr so farbintensiv sehen kann und das natürlich massiv verfälscht. Mhm. Wir haben durch einige Forschungen geguckt, was ist so das Optimum, dass ich also noch möglichst naturgetreu die Farben wahrnehmen kann und zeitgleich, wie kann ich das Auge eben maximal schonen. Und das ist dann dieses Ergebnis, dass wir 34% von diesem Blau rausfiltern. Dadurch bleibt das Sehen noch naturgetreu. Es hat einen ganz leichten Filter, das sieht man bei den Gläsern, dass sie ganz leicht getönt sind. Es reicht aber aus, dass selbst irgendwelche Grafiker oder Designer immer noch damit arbeiten können. Das haben wir auch als Feedback relativ häufig erfahren. Da bin ich auch meist überrascht, weil wir haben bestimmt diverse von so Blaulichtfilterbrillen mal angeguckt, die auch im Gaming-Bereich speziell verkauft werden, die tatsächlich aussehen wie Skibrillen, so von der Tönung her. Ja. Wo man tatsächlich aus der weiten Entfernung sieht, da sind gelbe Gläser drin. Mhm. Ich war wirklich angenehm überrascht, als du mir hier diese Boho-beschichteten Brillen gezeigt hast, wo man eigentlich überhaupt nur im direkten Vergleich, so Glas neben Glas, eine leichte Tönung sehen kann. Ist das Fortschritt an der Technik? Ist das, weil ihr teurer oder aufwendiger produziert? Oder ist das einfach ein völlig anderer Marktanspruch? So tief bin ich in der Materie nicht drin, dass ich das sagen kann. Ja. Also grundsätzlich ist es ein massegefärbtes Glas. Also das ist nicht so, dass es irgendein Lack ist oder eine Farbe, die drauf bedampft oder beschichtet wird, sondern dass diese Masse, dieses Grundmaterial von diesem Brillenglas sorgt dafür, dass dieser Blaulichtanteil reduziert wird. Ob wir nur das Blau besser rausfiltern können, um weniger Gelb zu haben, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Da bin kein Brillenglashersteller in dem Sinne. Also das ist die nächste Frage, die du vorhin weggenommen hast tatsächlich, dass das nicht nur bedampft ist oder so, sondern das heißt, der Blaulichtfilter ist integraler Bestandteil des Glases, den gibt es. Also nicht so, dass ich davon ausgehen muss, dass ich irgendwann zum Nachlackieren kommen muss. Nee, das passiert nicht. Das ist bei anderen Beschichtungen durchaus kann das passieren, aber in dem Fall ist es völlig irrelevant. Das ist direkt drin im Glas. Das ist ein spezielles Material. Das macht auch die Herstellung eben aufwendiger und dadurch ein bisschen teurer. Ja. Kostet ja 50 mehr. Ja. Du hast vorhin, das ist eure Forschung quasi, ist, die ich auf diese 34% gebracht habe. Ist das was sich durchsetzt gerade? Oder sagen andere, ja, aber 27 ist viel besser oder 25? Ja, es setzt sich natürlich massiv durch. Also am Anfang war ich sehr skeptisch. Also man kennt zwar wissenschaftlich die ganzen Vor- und Nachteile, aber inwiefern das angenommen wird von der Kundschaft, ist so eine Sache. Wir haben das jetzt seit, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahren drin und die Leute lesen mittlerweile. Ein Boho ist ja in Asien sowieso ein Wort für Wellness. Die kaufen das ungesehen. Die lesen nur Boho und kaufen sofort, weil die gleich wissen, was los ist. Okay. Ja. Und aber auch hier ist das angekommen, dass man eben, wenn man ein spezielles Filterglas hat, einfach seine Lebensqualität ein bisschen steigern kann. Und das ist natürlich für in der heutigen Zeit mit den ganzen modernen Medien natürlich ein super Ding, dass du dadurch einfach das ein bisschen optimieren kannst. Was ich spannend fand, als ich das letzte Mal hier war, als wir auch den Sehtest gemacht haben, so, dass mir vorher diese Boho-Gläser einmal gezeigt. Und auch wenn man nicht in einen Bildschirm rein starrt, sondern mit den ungeschliffenen Boho-beschichteten Gläsern, als ich nach draußen geguckt habe. Man merkt auch da, also ich habe zumindest einen Unterschied gemerkt, es wirkt alles ein bisschen kontrastreicher und dadurch gefühlt auch schon schärfer als mit den eigenen Augen. Ja, das ist das, um nochmal drauf zurückzukommen, Blau ist ja kurzwellig. Kurzwelliges Licht hat eine massive Streuwirkung und überdeckt viele andere Farben.
und killt das weg. Und wenn ich einen Blaufilter eben nehme, oder in dem Fall ist es genau gesagt ein Blaudämpfer, weil der Blau wird ja nur reduziert, nicht komplett weggemacht, ist diese Streuwirkung, diese Blendwirkung reduziert. Man hat dadurch automatisch ein besseres Sehen. Um es mal weiter zu präzisieren, es gibt ja hochgradig fehlsichtige Menschen also medizinisch gesehen, die schwere Augenkrankheiten haben, wo kaum noch ein Restsehen vorhanden ist, und die brauchen unter Umständen Spezialbrillengläser, nennt man Kantenfiltergläser, da wird das Blau zu 100% rausgefiltert. Mhm. Die sind dann so quietschegelb oder orange Gläser, aber die kriegen dann die Möglichkeit nur damit, einfach weil diese Streuwirkung von dem Blau weg ist, haben die Chance überhaupt was zu sehen. Da kann man dann die Sehkraft erheblich steigern mit. Und das ist einfach das fortgeschrittene Produkt, aber da ist natürlich dann das Blau komplett raus. Die kommen wieder in die Gelegenheit, scharf sehen zu, oder besser sehen zu können. Aber das Blau ist komplett weg. Die Farben, die Gläser sind hässlich. Ja, aber so, das ist so die nächste Stufe. So, ne? Blau ist einfach eine wunderbare Farbe, aber zu viel Blau macht einfach alles ein bisschen ätzend. Schöner Satz. Ja. Ich würde noch einmal kurz zurückkommen zu Softwarelösungen gegen eure quasi Hardwarelösung. Das ist das, was ich auch in den nächsten Tagen und Wochen vermutlich erst dann wirklich erleben werde. Aber so aus deiner Erfahrung, muss ich jetzt die Blaulichtfilter an meinen Geräten ausschalten? Ist das was ich ergänze, was man parallel nutzen kann? Verwirrt das alles nur mehr? Wie ist da dein Empfinden? Mein Empfinden ist, dass auf meinem Handy der Blaufilter immer an ist. Den habe ich gar nicht mehr aus. Ja. Wenn ich den jetzt ausschalte, dann denke ich immer, boah, wie eklig hässlich. Ja, meins ist immer quietschegelb. Ja, faktisch gesehen, das reduzierst du einfach noch mehr Blau. Ja, mehr ist es nicht. Was mir aufgefallen ist, dass ich abends ja auch sehr viel mit Medien gemacht habe und ich wirklich abends echt ein Problem hatte mit dem Runterkommen und Einschlafen, weil du liegst dann doch nochmal im Bett. Da hatte ich dann noch kein Night Shift gehabt. Ne? Du liegst dann im Bett und dann tüdelst du da und dann liegst du wieder noch eine Stunde wach im Bett. Und seitdem ich diesen Night Shift habe, beziehungsweise als ich dann die Gläser hatte, ist halt das Problem nicht mehr. Kann jetzt also praktisch fast wieder normal einschlafen. Klingt ein bisschen blöd, aber ist wirklich so. Nee, aber das ist eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das ist immer schwierig zu sagen, diese Leute, wie ist das messbar? Es ist nicht so, dass du das Ding aufsetzt und die Welt verändert es. Das ist Quatsch. Ja. Aber du kannst es in jedem Fall deutlich optimieren und verbessern. Und ich persönlich habe es bei mir einfach am Abend gemerkt, dass es mir angenehmer fällt. Ich finde es auch weder Quatsch noch blöd, sondern es geht mir genauso. Und ich habe mich auch im Gespräch mit den Apple-Menschen zum ersten und hoffentlich einzigen Mal auch sämtliche journalistische Distanz fallen lassen und den dafür wirklich gedankt. Für die zwei, also für das Nightshift, das finde ich toll. In Verbindung mit das auch ein bisschen dieses True Tone, das, was ja dann Umgebungslicht halt anpasst. Ja, ja. Was dafür sorgt, dass ich tatsächlich dann auch abends noch mal im Bett liegen kann und irgendwie längere Texte schreibe oder lese. Und dabei müde werden, was ich vorher nicht hatte. Bisher bin ich da immer wacher dann nochmal bei. Man liegt aber auch am Text, ne? Du, da sage ich jetzt nichts zu. Wir haben ja nur gute Texte in unseren Heften. Ja. Mich würde tatsächlich nochmal interessieren, und ich habe zwischendurch was geschrieben und war nicht sicher, ob ihr es vielleicht auch geklärt habt. Wenn ich jetzt eine Brille bestelle, weil ich nicht in Berlin lebe, und ich lebe aber auch nicht in Hamburg oder Leipzig, also irgendwie deutlich zügiger hier, sondern ich bin vielleicht in München oder im Allgäu. So, dann lasse ich mir die ja von euch zuschicken. Das heißt, ihr kriegt meine Brillenwerte durch einen Test beim Arzt oder ein Rezept. Genau. Und ihr setzt die Gläser ein und schickt sie zurück. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ihr euch ja sehr viel Mühe beim Anpassen meiner Brille macht und ich danach wirklich eine auf meine Kopfform wirklich sehr genau zugeschnittene Brille bekomme. Und ich habe vorhin gelernt, dass der Winkel auch des Brillenglases zu meinem Auge durch das Anpassen tatsächlich auch Auswirkungen auf die Effektivität des Glases hat. Ja. So, was mache ich denn jetzt? Ich kriege die Brille zu mir nach Hause geschickt, freue mich wie Bolle. Und jetzt? Und jetzt gehe ich zu meinem Optiker. Habt ihr da bestimmte Kooperationen? Gibt es irgendwas, was ich tun kann? Das ist einfach zu klein, dass wir da irgendwelche Kooperationen machen können. Natürlich ist das Problem bei jedem Online-Shop, wenn du irgendwas bestellst, ist es nicht maßgeschneidert, weil du kannst einfach nicht die Bügel anpassen, du weißt nicht genau, wo ist die Durchblickshöhe einer Brille, da nimmt man dann so einen gewissen Standardwerte. In den allermeisten Fällen funktioniert es perfekt, aber natürlich das Hauptproblem ist der Sitz der Brille auf der Nase. Und wir setzen die auf Standardeinstellungen, die Brille, in der Hoffnung, dass es gut funktioniert. Trotzdem ist der Kunde immer informiert, dass er gegebenenfalls irgendwo vor Ort nochmal anpassen lassen muss. Okay.
funktioniert in den meisten Fällen, aber ich hatte gerade wieder einen super guten Kunden, der wohnt auf den Lofoten in Norwegen. Der nächste Optiker ist 260 Kilometer entfernt und für den war es ein bisschen schwieriger. Da ist die Brille eine Zeit lang schief. Da war die Brille ein bisschen locker, aber er war total happy, dass er wieder gucken konnte. Ja. Okay. Wie sieht denn euer Marketing in Deutschland aus? Oh, unser Marketing. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 6 Leute, die am Marketing arbeiten. Also Facebook, Instagram natürlich ganz viel, klar. Der Hauptaugenmerk liegt auf Bloggern und Influencern. Da machen wir ganz viel. Ich glaube, morgen ist wieder ein Termin drin. Auch immer so eine Sache, ist es wirklich notwendig? Also wir als Optiker, wenn man so das Klassische von der Pike auf gelernt hat, von Filialbetrieb bis hin zu traditionellen Optiker, denkst du so, naja, da kommen welche und erzählen dir dann, wie du leben sollst. Ne? Aber tatsächlich trägt das massive Früchte. So, das hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir merken es jetzt deutlich im Feedback. Wir hatten auch schon Vlogger hier gehabt, unangemeldet, die haben dann einfach losgefilmt und so und die kannten wir auch nicht. Das war dann Sammy Slimani mit Freunden und ach. 2 Tage später hatte Ding irgendwie da, keine Ahnung, Millionen Klicks oder so. Also das ist schon der Knaller. Also das ist unser Marketingweg momentan. Wir machen, das heißt, ihr geht vor allen Dingen auf digitale Wege. Digital, ausschließlich. Und ausschließlich. Kein Print, nix. Print ist absolut tot. Definitiv, gerade in großen Städten wie Berlin, ist das Letzte, wirklich. Also um das mal auszudrücken, ich habe in einem anderen Laden vorher in Charlottenburg, haben wir überlegt, welchen Weg wir gehen. Und da bin ich auf Printmedium gegangen. Und haben eine Anzeige gemacht und das war tatsächlich mit einem 30-Euro-Gutschein zum Ausschneiden. Die Anzeige ist tatsächlich, wir haben das ein halbes Jahr laufen lassen, so 1 Million Mal gedruckt worden. Es kamen 2 Leute mit dem Gutschein von 1 Million Dingern, die gedruckt wurden. Ja, und da habe ich gleich einmal gesehen, witzlos, Plakate so, das macht alles keinen Sinn, interessiert niemanden. Das heißt aber, eure Zielgruppe ist nicht unbedingt der junge, hippe, urbane Berliner, der eben unterwegs ist in den digitalen Medien und Blogs liest, respektive Videos auf YouTube liest, sondern ihr sprecht schon alle an, also ihr habt Brillen für alle Altersklassen und trotzdem hat sich für euch dieser Weg am meisten oder am besten... Das ist der Weg, der momentan uns den größten Erfolg beschert, wo wir am zufriedensten sind. Doch nochmal, um in die Altersgruppe zu kommen, ich bin sehr überrascht, weil wir haben auch deutlich ältere Kunden. Die kommen jetzt nicht unbedingt, weil sie uns auf irgendeinem Blog gesehen haben, die kommen dann auf Empfehlungen, aber auch dort funktioniert super. Und was auch immer wieder beeindruckend ist, dass selbst weit über 70-jährige Kunden reinkommen und in unserem Geschäft, in unserem Laden gibt ja der Kunde seine Daten selbst ins iPad ein, ne? Diese Quick Registration, dadurch können wir die Zeit effektiv für andere Sachen nutzen. Und selbst für die weit über 70-Jährigen ist es kein Ding mehr, mit einem iPad umzugehen. So, die kriegen das Ding in die Hand und tippen das, füllen das aus. Das funktioniert super. Also selbst bei den älteren Generationen ist das angekommen. Ja. Ist auch allgemein, die Alten sind ja nicht mehr die Alten, sondern ne, wenn Internet ist jetzt 25 Jahre alt, als das World Wide Web so, mit Anklicken und in Bund und so. Wir haben jetzt inzwischen 11 Jahre echte Smartphones, kurz vor 10 Jahre iPad. Mhm. Das setzt sich natürlich auch einfach dann durch. Und das merke ich aber auch so in der Leserschaft und auch im eigenen Familien- und Bekanntenkreis, dass es eine ganz andere Technikaffinität bei den Alten, in Anführungszeichen, gibt als noch bei denen, die vor 10 Jahren schon die Alten waren. Definitiv. Was für uns auch ein großer Pluspunkt ist, dass ja der Mensch ein uneingeschränktes Vertrauen in Computer hat. Das ist in der Augenoptik ein bisschen schwierig, ne? Weil dann kommen die, sind das alles Augenoptiker, bla bla bla. Ne? Und dann kannst du natürlich sagen, klar, wir sind alles Optometristen und Meister und so. Aber da sind natürlich gerade auch die Älteren dann immer ein bisschen skeptisch. Aber wenn die dann sehen, dass da so ein Hightech kommt von Maschine und das da auf 1/10 Millimeter ausmisst, spätestens dann sind doch die Überzeugten sagen, ja, das ist super. Was mich noch zu einer Frage bringt, also ich habe auch schon natürlich erzählt von euren Brillen und wurde dann auch gefragt, machen die denn so einen Sehtest, wie wir das so kennen vom Arzt, oder machen die so einen Schnelltest, wie ich ihn schon mal bei einem anderen Filialisten gemacht habe, der sehr verbreitet ist in unserem Land. Wie sieht denn euer Sehtest aus? Also erstmal möchte ich eine Sache mal aufräumen, ohne die Augen eher zu schlecht zu machen. Augenprüfung ist nicht Aufgabe des Augenarztes. Rezept, ne? War es noch nie gewesen. Der Augenarzt, ich hatte bei einer Augenärztin Unterricht gehabt, der Augenarzt hat es im Regelstudiengang 2 Wochen lernt, der Sehtest. So ein guter Augenoptikermeister, der beschäftigt sich 3 Jahre am Stück damit, mit dem Sehtest. Das heißt also, das gesamte Hintergrundwissen
ist erheblich größer. In Verbindung auch mit dem Wissen über die Eigenschaften und Fähigkeiten der Brillengläser, weil spätestens da hört es beim Augenarzt auf, weil der einfach gar nicht weiß, welches Glas was kann. So, das ist mal grob angerissen worden, aber das macht schon einen großen Unterschied her. Wir können natürlich auch einen klassischen Augensehtest machen, was aber uns unglaublich viel Zeit kostet, was dann ins Konzept nicht mehr passt, das Preisgefüge würde nicht mehr funktionieren. Die heutigen Maschinen sind aber so genau, dass die einfach mit einem kurzen Blick den Messwert schon sehr, sehr genau hinbekommen. Das ist der sogenannte objektive Sehtest und dann brauchen wir nur kurz rüber messen, was im Normalfall nur 10 Minuten dauert und dann haben wir einen 100%ig verlässlichen Wert. Wurde auch viel Forschung in den letzten Jahren betrieben, welche Sehtestabfolge ist ideal, welche Sehzeichen benutzt man dafür und so weiter und so fort. Und wenn man dann den richtigen Weg gefunden hat und es für seine Bedürfnisse so programmiert hat, dass es gut läuft, kriegt man einen super zufriedenstellenden, also 100%ig erfolgreichen, zufriedenstellenden Sehtest in 10 Minuten hin. Das geht. Ja. Da war ich angenehm überrascht, also nachdem ich hier reingeschleppt worden bin, auf einmal in diesem komischen Raum da saß und so eine Maschine auf dem Kopf hatte, dass es tatsächlich schnell geht und ohne großes Blutvergießen. Fast angenehm tatsächlich. Es ist nichts Neues erfunden. Es ist einfach ein Lichtstrahl, der ins Auge, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, es ist ein Lichtstrahl, der ins Auge geschossen wird und anhand der Reflexion des Lichtes auf der Netzhaut kann eine Maschine ausrechnen, welches Brillenglas gebraucht wird. Das lernt man zum Beispiel als Optikermeister auch mit einem Skioskop. Das ist so eine Art moderne Taschenlampe. Da blinzel ich so ein bisschen ins Auge rein, sehe die Reflexion auf der Netzhaut, wie bei Fotos, wenn die Augen so rot leuchten. Ne? Und wenn ich dann so einen bestimmten Flackerfall habe, dann weiß ich, welches Brillenglas ich brauche und kann damit auch sehr, sehr genau einen Sehtest machen. Das macht man üblicherweise immer noch in der dritten Welt, wo entweder die Leute nicht lesen können oder wo einfach eine Sprachbarriere vorhanden ist. Und mit ein bisschen Übung kriegt man mit einer Skioskopie, sag ich mal, vielleicht in 15, 20 Minuten einen guten Sehtest hin, wo man die Leute dann auch 100% Sehkraft kriegen kann. Es geht. Ist wahrscheinlich auch notwendig, ne? weil Menschen so in bester Dr. House-Manier ja auch einfach lügen. Heute ja. Und ich hab's auch gemerkt. Du hast mir auch so eine Buchstabenkarte ja da lesen lassen. Und wenn man nicht komplett schlecht sieht, man kann sich auch relativ gut, relativ weit noch dann zum Ende ja durchraten, weil aufgrund, die Formen nah genug dran sind, was man schon aufgrund, kennt. Aufgrund der digitalen Medien sind die Sehanforderungen massiv gestiegen. Das heißt, was früher vor 20 Jahren irgendwie nur Lulliputz war, das akzeptieren die Kunden heute in keinster Weise mehr. Also weil ich vor 20 Jahren noch an Brillen gebaut habe, das ist heute haarsträubend, weil das hat man alles so Durchblickshöhe in Augenabstand, mein Gott, das passt schon irgendwie reingebaut und fertig. Ne? Das geht heute einfach nicht mehr, weil heute die Sehanforderungen so hoch sind, dass selbst das kleinste Detail massiv stört beim Sehen. Also so gesehen hat sich auch die Augenoptik in den letzten 20 Jahren massiv präzisiert, was so Zentrierung angeht und. Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage, die mir gerade einfällt. Du hast mir erzählt, nachdem wir den Test fertig hatten, dass ich mit diesen, mit den Gläsern etwa auf 110% was eigentlich Sehkraft käme. Ja. Wie? Warum ist mehr als 100%? Das habe ich noch nie verstanden. Als das mal festgelegt wurde, was 100% Sehkraft ist, ich weiß nicht, wann es war, aber lass es 100 Jahre her sein, waren einfach die Menschen weitaus noch nicht so fit wie heute. Ernährung und so weiter trägt ja massiv dazu bei, ob ich gut sehen kann oder nicht. Und da hat man gesagt, du musst zwei Punkte getrennt voneinander sehen können bei einer Entfernung von 6 Metern. Die sind 2 Winkelminuten auseinander. Das heißt, du machst 2 kleine Punkte nebeneinander, siehst du auf 6 Meter das Ding getrennt, dass es 2 Punkte sind, hast du 100% Sehkraft. Wenn es schlechter wird, dann verschmilzt es und wird nur noch 1 Punkt. So, und dann gibt es Leute, die können es eben nur in 3 Metern Entfernung sehen. Die haben dann also eine 50% Sehkraft. Und dann sehen es Leute, die sehen es nicht in 6 Metern, sondern können es in 12 Metern Entfernung noch erkennen. Die haben dann 200% Sehkraft. Deswegen kann man noch mehr als 100 haben. Verrückt. So, ein normaler Mensch heutzutage schafft im Normalfall mindestens 100, meistens 120 sogar. Okay. Junger Mensch. Also so sagen wir mal so. Nichts Falsches sagen jetzt. Nee. Aber so bis 25 ist kein Ding, da schafft jeder 120. Willkommen zurück. Das war das Interview zu Jun, zu Herr Schack kauft eine Brille. Mit neuer Rubrik zukünftig, Herr Schack kauft, .. Das könnten wir ganz gut machen. Ja, also. Ja, finde ich auch. Ich habe noch einen Punkt, den wir im Interview nicht erwähnt haben. Da arbeiten wir aktuell noch gemeinsam mit Jun dran. Höchstwahrscheinlich wird es am nächsten MacLive und dann auch in den Shownotes zu dieser Sendung einen Rabattcode geben für Menschen, die es mir gleich tun möchten und auch eine Brille kaufen sollten und das ist endlich auch tatsächlich tun. Kommen wir zu einem völlig anderen Thema. Ja, ich kriege eine Überleitung hin.
Mit deiner Brille siehst du jetzt wahrscheinlich deutlich besser, nehme ich an. Ja, das ist so, Kasper. Ja. Was auch deutlich besser aussieht, ist das Display vom neuen MacBook Air. Gut, Überleitung geschafft. Ich mache am nächsten Mal wieder selbst. Was denn? Man darf ja noch mal ein bisschen üben hier, oder nicht? Na gut. Ja. Bist ja un und her. Eben richtig, genau. Da wird man ja wohl mal eine sehr seltsame Überleitung verziehen. Ja, okay, gut. Ja, wir sind beim Thema MacBook Air. Apple hat neben dem Mac Mini auch ein neues MacBook rausgebracht. Das hätten wir beinahe vergessen, oder? Ja, das hätten wir beinahe vergessen. Und das MacBook Air hat im Vergleich zum Mac Mini sogar mehr Präsentationszeit auf der Keynote bekommen. Kein Wunder, das MacBook Air ist meiner Ansicht nach immer noch der eigentliche Höhepunkt der Ära der Laptop-Baukunst. Ja. Denn jeder ernstzunehmende Laptop, außer vielleicht die ThinkPads, die danach gekommen sind, oder ja, Laptops, die danach gekommen sind, ist doch eigentlich inspiriert vom wirklich genialen Design des MacBook Air. Und ich musste, an genau dem Punkt musste ich schon denken, als wir beim Thema iPad Pro waren, jetzt sind wir doch wieder zurück bei dem Gerät, weil das MacBook Air jetzt auch 10 Jahre alt ist. Also vor 10 Jahren zog Steve Jobs das erste Modell aus einem Briefumschlag. Tatsächlich. Und dementsprechend ist das hier ja quasi auch jetzt ein Jubiläumsmodell, was Apple rausbrachte. Und das, was das MacBook Air damals revolutioniert hat, nämlich den Laptop-Markt, könnte sein, dass das iPad vielleicht dann irgendwann jetzt mal an der Schwelle ist. Und jetzt wirkt das MacBook Air im Vergleich zum iPad Pro doch, was die Hardware betrifft, so ein bisschen wie ein Dinosaurier. Da musste ich eben dran denken beim iPad. Ich dachte, wir machen das aber, wenn wir beim MacBook Air sind. Ja, was hat Apple gemacht? Apple hat tatsächlich auch ein Redesign veranstaltet. Im Gegensatz zum Mac Mini, der ja nur eine neue Farbe bekommen hat, gibt es beim MacBook Air auch ein neues Gehäuse. Es ist aber noch wiedererkennbar. Ja, alles. Eindeutig. Also es hat immer noch diese ikonische Keilform, die bekannte, die vom MacBook Air nun irgendwie ganz klassisch schon immer so war. Also hinten ist es, ich weiß nicht wie dick, aber nicht mal ein Zentimeter, und vorne läuft es halt ganz spitz zu Richtung Trackpad. Das Aluminiumgehäuse hat noch eine Besonderheit, die sich auch mit dem Mac Mini teilt. Apple wurde auch nicht müde, das auf der Keynote immer wieder zu erwähnen, dass das Gehäuse zu 100% aus recyceltem Aluminium hergestellt wird. Und zwar aus Aluminiumspänen, die aus der Produktion anderer Macs entstammen. Also im Grunde, weil das MacBook Pro wird ja zum Beispiel aus einem Aluminiumblock gefräst, und diese Späne werden dann verwendet, um Gehäuse für MacBook Airs zu machen. Ja, Herr Schack meldet sich. Ich hatte die Gelegenheit, mit Apple-Mitarbeitern zu reden, habe dazu auch mit denen länger diskutiert. Und ich hatte eine Frage, die mir niemand beantworten konnte. Mhm. Und zwar die Frage ist, wie viele MacBooks muss ich eigentlich produzieren, damit ich genug Aluminiumspäne zusammen habe, um daraus ein neues Gehäuse zu machen? Und jetzt bin ich auch nicht genug Materialwissenschaftler oder Physiker, um das irgendwie wirklich ermessen zu können. Wenn das jemand rausfindet und halbwegs vernünftig ausrechnen kann, da wäre ich dankbar für. Das fände ich wirklich, wirklich spannend. Und was passiert, wenn das Aluminium, die Aluminiumspäne aufgebraucht sind und man aber neue Gehäuse fürs MacBook Air braucht? Nimmt man dann wieder normales Aluminium? Total gute Frage. Das ist also im Ernst. Das ist, weil dann ist es ja nicht mehr 100% recycelt. Das stimmt. So, also ja. Frage über Fragen. Was ich aber immer aufklären konnte, ist, das habe ich mehrfach gelesen, schon online, die Frage, wie das eigentlich mit diesen Farben ist. Mhm, und da ist man bei Apple natürlich fuchsig, und die werden ja nicht erst eloxiert. Es ist kein Eloxierung, es ist irgendein anderes Verfahren, aber die werden dann nicht erst gefärbt und dann gefräst, sondern die Gehäuse werden erst gefräst und dann gefärbt, sodass die Aluminiumspäne immer in diesem klassischen Silber sind. Apple-Silber-Grau sind. Guter Punkt, denn das MacBook Air ist verfügbar in dem klassischen MacBook-Silber, in einem Space-Grau, was glaube ich ein bisschen anders ist als das vom MacBook Pro. Darf ich trotzdem noch mal aufs Aluminium? Ja. Darf ich noch einmal rein? Und die letzte Farbe, es gibt so einen golden-bronzenen Ton. Jetzt darfst du. Also mit dem Aluminium ist tatsächlich was Besonderes. Also man so, ja, recyceln die eben ein bisschen Aluminium, haben ja vorher auch schon ein bisschen vor sich hin recycelt. Nee, Aluminium ist ganz was Besonderes. Bisher war es also so, dass Apple besonders reine Erze recycelt hat.
Aber Aluminium ist wohl gar nicht so einfach zu recyceln, so dass man es auch so hinbekommt, dass es sich auch tatsächlich wie ein Apple-Produkt anfühlt. Mhm. Und außerdem muss man bedenken, Aluminium ist nicht irgendein Blech oder was weiß ich was, sondern bei der Gewinnung von Aluminium ist jeder Arbeitsschritt mit einem enormen Energieaufwand verbunden und schwerwiegenden Umweltproblemen. Insofern ist das durchaus nochmal bemerkenswert, dass Apple Aluminiumrecycling so betreibt nun, dass sie tatsächlich auch das verwenden können für ein edles Apple-Produkt. Und das hat sicherlich auch eine Strahlkraft, diese Technik, über Apple hinaus. Apple nennt auch eine Zahl. Ich glaube, der ökologische Fingerabdruck des MacBook Air, des neuen, ist 50% geringer als beim früheren MacBook. Ja. Und das nur durch das neue Gehäuse. Das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Also ja, insofern ist es auch, und das hat Thomas schon mal gesagt, das grünste MacBook. Und eigentlich schade, dass es das nicht in der grünen Farbe auch gibt. Das hätte was, so ein Aluminiumgrün, ne? Durchaus, ja. Wenn Apple jetzt zuhört. Was ich wirklich schade finde, bei allen Apple-Produkten, ich hätte ja gerne jedes verdammte Apple-Produkt in unserem Product Red. Ja. Ich mag das wirklich, wirklich gerne. Das hätte auch was, so ein rotes MacBook. Ja. Tatsächlich. Das MacBook hat noch ein bisschen an Gewicht verloren, ich glaube 100 Gramm, also selbst die vorausgegangene Version des MacBook Air war ja schon ultra dünn und trotzdem hat man es noch geschafft, Gewicht einzusparen, und es hat auch an Volumen etwas verloren, unter anderem deswegen, weil, und ich habe es ja eben schon erwähnt, das neue Display einen deutlich schlankeren Rand hat als beim Vorgänger. Der war ja dieses wunderbar dicke 2 cm silberne Rand um das MacBook Air Display, und mit dem neuen Retina Display, was übrigens dieselbe Auflösung hat, die gleiche Auflösung wie das MacBook Pro, mit diesem ist ein deutlich schlankerer Rand möglich, und deswegen schrumpft das gesamte Gehäuse um einen gewissen Anteil. Deswegen ist das MacBook Air jetzt noch portabler und schlanker. Auflösung ist, wie gesagt, Retina, und freut uns sehr. Warum das erst im Jahr 2018 soweit ist, dass das MacBook Air ein Retina-Display hat, weiß keiner so genau. Und es hat noch einen Unterschied zum MacBook Pro, es ist ein bisschen weniger hell. Ich glaube, es sind 300 Lumen im Vergleich zu 500. Kiel hat jetzt leider nicht die Möglichkeit gegeben, es so richtig exzessiv in der Sonne draußen auszuprobieren, das MacBook Air bisher. Deswegen. Es ist November, ne? Ja, das muss man dazu sagen. Wenn ihr uns jetzt im August oder so hört. Es ist November, und deswegen ist das Wetter. Ich finde es nicht schlimm, ich freue mich über Herbstwetter, aber sowas konnte man nicht testen. Aber Herbst ist toll. Für drinnen merkt man jetzt nicht so den großen Unterschied. Man merkt aber schon, dass es insgesamt ein bisschen dunkler ist. Aber tolles, brillantes Display. Und sonst hat das MacBook Air viel vom MacBook Pro geerbt, was man im ersten Moment vielleicht gar nicht glauben mag. Denn zum einen ist die Tastatur, der Butterfly-Mechanismus der dritten Generation mit drin, den ja, glaube ich, nicht mal das 12er MacBook abgekriegt hat bisher. Es ist drin der T2-Chip und der Touch-ID-Sensor vom MacBook ohne Touchbar. Das hat ja den Touch-ID-Sensor, und auch das MacBook Pro mit hat ja den drin, und der ist auch mit dabei. Und es gab so Leute, die sich im Internet auch so ein bisschen aufgeregt haben, auch Apple hat beim MacBook Air ja eigentlich nur ins Ersatzteillager gegriffen und dann so ein neues MacBook Air daraus zusammengeschraubt. Ich finde das in dem Fall aber eher sogar gut, dass es bewährte Hardware von anderen Geräten geerbt hat, weil dieser Butterfly-Mechanismus soll ja nun nicht mehr so staubanfällig sein, und der Touch-ID-Sensor funktioniert seit Jahren beim iPhone gut und wunderbar und ist auch hier, ich habe nicht eine Sekunde das Problem gehabt, dass er einen Finger nicht erkannt hätte oder sowas. Und der T2-Chip vom MacBook Pro ist auch eine wunderbare Erfindung, weil der wirklich für ein Plus an Sicherheit sorgt. Also er speichert den Fingerabdruck, er überwacht beim Booten des Betriebssystems, dass niemand Fremdsoftware mit einschleust, weil ein Betriebssystem da sehr anfällig ist. Er verschlüsselt sofort und instant alles, was man auf der SSD macht. Das heißt, wenn der Strom mal ausgeht oder das MacBook verloren geht und jemand das klaut, dann kommt niemand an die Daten ran, oder sehr wahrscheinlich nicht, weil die gut verschlüsselt sind. Und deswegen finde ich es gut, dass das MacBook Air solche Dinge geerbt hat vom MacBook Pro. Ja. Und sonst Prozessor, ich habe sogar 4K-Videos damit geschnitten und ein bisschen Photoshop mit großen Bilddateien gemacht. Es funktioniert. Also wer viel Zeit hat und Geduld hat und gerne auch mal einen Tee trinkt, der kann auch 4K-Videos mit dem MacBook Air schneiden. Die Oberfläche funktioniert auch flüssig von Final Cut, mit dem wir das ausprobiert haben. Aber natürlich ist das MacBook Pro immer noch schneller. Wobei da ein spannender Punkt bei Video gerade ist ja, dass
dass das Encoding und Decoding von Videos, also gerade in dem HEVC-Format, High Efficiency Video Codec, passiert nicht auf der Intel-Hardware, sondern das macht auch der T2-Chip, der ja ganz viel macht in dem Gerät. Das lagert also T2-Chip aus. Und das ist auch ein weiterer Punkt, wo sich ein weiterer Kreis dieser Diskussion schließt. Ein weiteres Indiz dafür, dass es, glaube ich, nicht mehr allzu weiter ferner ist, dass Apple Intel die Tür nach draußen zeigt und ARM-Prozessoren einsetzt, mindestens in den, in Anführungszeichen, schwachbrüstigeren Geräten damit vielleicht anfängt. Die werden nicht mit dem MacBook Pro oder dem Mac Pro damit anfangen, aber mit ist das MacBook Air ist, glaube ich, echt der Kandidat dafür, denn sie fangen jetzt halt schon an, alle Funktionen, die irgendwie wichtig sind, die ihnen wichtig sind, auszulagern in eigene Hardware, in diesen T2-Chip, der halt ein Apple-designter ARM-Chip ist. Klar, die brauchen das Intel-Gedöns irgendwie noch, um macOS an sich irgendwie da mal anzuzeigen, aber meine Güte. Man merkt es auch so ein bisschen, es gibt ja beim MacBook Air keine wirkliche Prozessorauswahl. Du nimmst den Intel Core i5, 8. Generation, ist ein Dual-Core, oder du nimmst kein MacBook Air, es gibt halt eben nur den. So, man hat wohl gerüchteweise auch mit einem i7 getestet, aber es ist jetzt der i5 geworden und der ist halt auch nicht der schnellste Prozessor, aber fürs tägliche Arbeiten reicht der völlig und es muss ja auch irgendwie ein Abstand zum MacBook Pro sein, um auch verkaufsmäßig sagen zu können, wenn du wirklich Power brauchst, musst du halt zum Pro-Gerät greifen, das ist so. Was mich noch so ein bisschen aufregt, ist das Line-Up. Ich glaube, Thomas vorhin die ganze Zeit mit dem Max verwechselt und so. Das Line-Up von Apple ist einfach im Moment, finde ich, ein fürchterliches Chaos und da hat das MacBook Air auch nicht geholfen, das neue, weil das in 13 Zoll mit dem Einstiegspreis günstiger ist als das 12 Zoll MacBook, was nicht upgedatet wurde und überhaupt nicht mehr angefasst wurde seit einer Weile und nur ein Zoll irgendwie kleiner ist. Ich weiß irgendwie nicht, wie da die Zukunft aussieht. Ich bin so ein bisschen ratlos. Und auch viele Leute fragen jetzt so, ja, was soll ich mir denn holen? MacBook Air oder das 12 Zoll? Oder was ist denn da jetzt der große Unterschied? Und also zu den Pro-Geräten ist ein Abstand. Bei den beiden ist es einfach so, wo ich mir denke, irgendwie ist verkaufstechnisch da der Abstand nicht groß genug gefühlt. Mein Bauchgefühl ist ja, Tim Cook hat auf der Bühne mehrfach gesagt, dass das MacBook Air the most beloved Mac ist. Ja. Und dass sie weitere Energie eher in das MacBook Air als in das MacBook stecken werden. Ja, das MacBook hat irgendwie den entscheidenden Vorteil, nochmal kleiner, nochmal leichter zu sein, aber halt auch irgendwie nicht viel. Und jetzt hat es halt die ältere Hardware, zwar von vornherein nie ein Performance-Gerät. Nee, mit seinem mobilen Prozessor ohne Lüftung. Genau, ja. Genau. Das ist MacBook Air jetzt mal deutlich weiter davor. Ich weiß nicht, vielleicht retten sie das MacBook noch ein bisschen über die Runden. Also ich glaube nicht, dass das der absolute Verkaufsschlag ist, was dafür sehr teuer ist schon. Ja. Wie gesagt, als sehr teuer mit sehr alter Hardware inzwischen. Könnte sein, dass das MacBook vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht auch wahrscheinlich eher 2020, das erste Gerät ist, was einen ARM-Prozessor bekommt. Ja. Dass es eine eigene Geräteklasse damit quasi nochmal eröffnet. Aber sonst, keine Ahnung, also das MacBook kann man doch aktuell, also das MacBook ohne Namenszusatz, kann man doch aktuell nur Leuten empfehlen, denen Leistung egal ist und die auf den höchsten Wert auf Portabilität legen. Und dabei ist die Portabilität gar nicht so viel größer. Also weiß jetzt nicht, wie viel kleiner das andere ist, aber MacBook 14 Zoll, MacBook Air 13 Zoll, Geräte vergleichen, so. Ja gut, das sind 250 Gramm. Tafel Schokolade. Weniger Gewicht ist eine Tafel Schokolade, merkt man vielleicht schon. Mit Nüssen. Und es ist nur 0,3 bis 1,1, also es ist 0,3 Zentimeter dünner. Ja, also so. So, wem das jetzt ganz wichtig ist. Das ist das halbe Pfund weniger Gewicht, das merkt man tatsächlich, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das so für die Masse der ausschlaggebende Faktor ist. Vielleicht ist das auch wie das MacBook Air es bis halt vor kurzem war. Das lässt jetzt einfach so mit durchlaufen und wer es kauft, ist selbst schuld. Es gibt ja sogar das alte MacBook Air noch zu kaufen. Also das ist auch ein völliger Wahnsinn, wer oder? Sich dafür entscheidet, für 1049 Euro, glaube ich, das ist auch immer noch zu haben. Ich würde aber wirklich alleine schon wegen dem Display jedem empfehlen, die 250 Euro mehr in die Hand zu nehmen, weil wegen des Displays, weil das ist einfach Dankeschön. Das ist einfach so viel besser als dieses alte Retina-Display und auch die Hardware, die ja sonst in dem MacBook Air in dem alten verbaut ist, ist nicht mehr zukunftssicher, ganz einfach. Nee, das würde ich auch niemandem empfehlen. Also gerade auch, weil der Preissprung von dem
alten MacBook Air zu dem neuen MacBook Air ist halt nicht so groß. Da würde ich dann im Zweifel, wenn man da irgendwie finanziell auf der Kippe steht, da kann man dann lieber nochmal einen Monat oder zwei länger sparen und dann das neue Gerät kaufen. Man tut sich, glaube ich, keinen Gefallen damit, das alte Gerät zu kaufen. Weil Display und T2-Chip und solche Dinge sind einfach wirklich die 200 Euro wert, die 250. Das denke ich auch. Ja. Genau. Ja, bin ein bisschen verwundert. Ich hätte mir irgendwie gedacht, dass der Name Air vielleicht auch stirbt. Das war so meine Vorhersage vor der Keynote. Es ist jetzt doch wieder ein Air geworden. Ich glaube, er ist einfach zu beliebt, der Name. Es ist eine zu große Marke, MacBook Air, als dass Apple ihn hätte einstampfen können. Aber hätte man das gerade das nicht nutzen können als Argument? Also hätte man nicht in einem alternativen Universum sehe ich Tim Cook auf der Bühne, wie er sagt, hier dieses MacBook, also das für nichts sagt, also ein MacBook ohne Namen ist und das wird einfach sterben gelassen. Ja. Und gerade in Verbindung von das MacBook Air ist unser most beloved Mac und sagt, okay, das ist das MacBook. Genau, richtig. Das ist das Standardgerät. Ja. MacBook so, das ist und das, MacBook wenn, Pro. Wenn du an, fertig. Wenn du an MacBook denkst, sollst du an dieses Gerät denken. Und das wäre auch die Lösung für alles. Also du hast ein iPad. Einfach für alles. Und du hast das iPad Pro. Das ist ein wunderbares Line-Up, das versteht jeder. Ja. Du hast ein MacBook, wenn du es so gerade sagst wie gerade, und du hast ein MacBook Pro, versteht eigentlich auch jeder, muss man auch niemandem erklären. Und du könntest es sogar beim iPhone machen. Du hast ein iPhone und du hast ein iPhone Pro. Dann fallen auch irgendwelche römischen Zahlen, Ziffern, irgendwas weg. Und du könntest sogar das noch einen weiterdrehen und man könnte das MacBook 12 Zoll weiterleben lassen, wenn man es wie im iPad macht, da gibt es auch das iPad Mini. Stimmt. Dann hast du ein MacBook Pro, ein MacBook Mini. Ja, wäre auch gegangen, genau. Sehr schön, ja. Und es ginge sogar beim iPhone. Weil es gibt genug Menschen, also unter jedem Artikel, den wir zu irgendeinem neuen iPhone veröffentlichen, und sei es nur so ein Gerüchteküche-Artikel, jammern die Menschen, dass sie ein neues iPhone im Gehäuse vom iPhone 5, 5S SE haben wollen. Könnte man damit auch noch mit abfrühstücken. Ja, die Leute würden sogar damit leben können, wenn es randlos ist. Ja. Auch wenn das Display dann ein bisschen größer wird, aber ja, nee. Also es gibt wirklich die Fans. Ich weiß halt nicht, wie die Verkaufszahlen vom SE so waren. Ja, es geht nicht um die Verkaufszahlen, nein, die aber sind bestimmt Apple, hoch. Es geht um die Gewinnspanne. Ja, und die ist beim SE natürlich nicht groß. Im Gegensatz zum Smartphone-Markt, der ja mindestens stagniert und vielleicht kürzer sogar rückgängig ist, rückläufig ist, ist dieses Segment der Luxus-Smartphones, das wächst. Ja. Und die Gewinnspanne ist da am höchsten. Und das interessiert Apple. Ich fürchte, dass du damit recht hast, ja. Ja, eigentlich bin ich zum MacBook Air durch. Was gibt's Neues zu Apple Pay? Es kommt, keiner weiß wann. Sie haben ja nicht mal viel Zeit, ne? So langsam sollten Sie jetzt mal, wenn Sie Ihr Versprechen einhalten wollen. Was da lautet, bis Ende des Jahres, ne? Was inzwischen lautet, bald? Ja, inzwischen nicht mehr. Da steht nur noch bald und das ist jetzt sehr offen. Ja. Also was Apple definitiv gemacht hat, ist eine deutsche Apple Pay Seite einzurichten. Die gab es vorher so nicht in der Dichte und Fülle, die sie jetzt da präsentiert haben. Und sie haben nochmal alle Banken aufgelistet und wie das so funktioniert und wie man das einrichtet und so. Und ganz oben drüber steht in einem Orangeton bald oben drüber. Und Banken werben jetzt auch damit. Ja. Also ihr haltet das für eine mögliche Verschiebung ins Jahr 2019 rein? Ich träupel alles zu. Also ich glaube nicht. Also jetzt, wo die Banken schon damit offiziell werben dürfen und die sind hinreichend träge, aber auch mächtig. Ich glaube, das geht tatsächlich dieses Jahr los. Und da muss es auch bald losgehen, weil das natürlich, wäre ich Bank, wäre ich Apple, würde ich diese Funktion vor zum Weihnachtsgeschäft bewerben wollen. Damit, also da, wo viele Leute viele Dinge kaufen und das vielleicht auch viel genutzt werden kann, damit Leute da auch so ein bisschen reinkommen. Das würde ich machen. Und ich weiß noch nicht, woran es scheitert. Also, weil es läuft ja rund um die Welt. Eigentlich müssen die ja wahrscheinlich müssen wir einen Schalter umlegen. Ich schaue mal eben, ob es zufällig freigeschaltet wurde. Das wäre cool. Live. Naja. Nein, noch nicht. Was ich tatsächlich dabei schwierig finde, ist, dass alles hochgradig verwirrend ist. Denn auf der Apple-Webseite steht ja unter anderem, dass Visa-Card, Mastercard und die Maestro-Karte unterstützt werden. Was nur so halb stimmt. Denn natürlich muss die ausgebende Bank das unterstützen. Richtig, genau. Nur, dass ich jetzt eine Visa oder Mastercard von der Sparkasse habe, heißt das nicht, dass ich trotzdem Apple Pay nutzen kann, obwohl die Sparkasse nicht mitspielt.
Meine Bank unterstützt Apple Pay nach eigener Aussage erstmal nicht. Sie wollen erst den Markt sondieren, bla bla blub und eine eigene Lösung und hast du nicht gesehen. Und das heißt, meine Kreditkarte wird da nicht mit funktionieren. Punkt. Welche ist denn deine Bank? Die inzwischen nur noch Inc. Sie nennen sich jetzt nur noch Inc. Achso, super. Statt Inc. Dieber nennen sie sich, habe ich gestern einen Werbespot gesehen, in Zukunft nur noch Inc. Die Nowitzki gehört. Ja, richtig, die Dirk Nowitzki Bank, genau. Die eigentlich, und deswegen bin ich umso geschockter, dass die nicht von Anfang an dabei sind, mit Digital First und nur Online-Konto und gar keine Filialen mehr und so, eigentlich so immer Vorreiter waren für diese ganzen Geschichten und auch deren eigenen Online-Banking-App finde ich persönlich mit so am besten, mit Fotoüberweisung und all solche Späße. Die sind immer vorne mit dabei, aber bei sowas machen sie plötzlich nö. Ich glaube auch, dass der Hinweis darauf, dass es mit der Maestro-Card funktioniert, gar nicht der Hinweis ist, dass es mit der Maestro-Card funktioniert, sondern in Wahrheit der Hinweis ist, dass es mit der Giro-Card, also dem konkurrierenden System, nicht funktioniert. Ja. Also man kann das ist natürlich fachlich nicht ganz korrekt, aber grob verkürzt wiedergegeben. Es gibt so gesehen, die EC-Karte gibt es ja gar nicht mehr. Nee. Und es gibt danach zwei konkurrierende Systeme. Es gibt Giropay, VPay. Und es gibt, also an Giropay hängt in der Regel auch VPay mit dran, was von Visa ist. Und es gibt Maestro, was an der Mastercard irgendwie dran hängt. Und das konkurriert irgendwie und funktioniert auch nicht überall. Also die Giro-Card wird tatsächlich, ich behaupte, überall akzeptiert. Mhm. Wohingegen die Maestro-Card nicht überall akzeptiert wird. Das ist tatsächlich, ist das ein Softwareproblem. Menschen müssten in ihrem blöden Kartenintegrator da irgendwie mal die 537 als Code eingeben, was auch immer das auch sein mag. Ich bin Kunde bei N26, habe eine Maestro und eine Mastercard und es gibt diverseste Terminals, mit denen wo ich eben keiner dieser Karten bezahlen kann. Ja. Das löst sich von selbst, weil bis, ich glaube, 2020 müssen alle Terminals alle Karten unterstützen. Die Übergangsfrist dafür waren, ich glaube, sogar 5 Jahre, was daran liegt, dass diese Kartenleseterminals in der Regel nicht gekauft, sondern gemietet werden und die Mietverträge sind dafür in der Regel 5 Jahre. Das heißt, wahrscheinlich werden die einfach nicht ausgetauscht und nicht abgedatet in der Zeit auch. Aber bis 2020 werden die alle einmal durchgetauscht und die unterstützen dann auch alle Karten. Das ist irgendeine EU-Direktive. Frage mich nicht, was da greift, welcher Name das wieder ist. An sich ja aber keine schlechte Erfindung. Finde ich total gut. Ja. Wird auch Zeit und dann läuft auch Apple Pay einfach überall dann automatisch. Aber das ist, glaube ich, der Hinweis, dass es mit Girokarten nicht geht, der eigentliche, der da mit drin steckt. Was immer so ein Seitenhieb ist auf diverse Banken, die jetzt auch nicht mitspielen. Das sind nämlich die diesen ganzen Girokram vorangetrieben haben, vornehmlich auch gerade die Sparkasse, die jetzt ja auch weiterhin daran festhält, partout eine eigene Lösung. Die nennt sich mobiles Bezahlen, ja. Ja, genau. Geht bisher auch nur mit Android-Geräten, weil Apple ja die NFC-Schnittstelle nicht freigibt. Womit sich die Sparkasse, glaube ich, schon mal heftig mit ins Bein schießt, weil die Sparkasse hat nicht die Marktmacht, die sie denkt, dass Apple das jetzt aufmachen wird. Ich weiß nicht. Es gibt eine Untersuchung von GS1 Germany, ist ein Marktforschungsunternehmen offensichtlich. Die untersuchen seit 2012 die Entwicklung und Trends im Mobile Commerce Umfeld. Die haben zum Beispiel sehr spezifiziert gefragt, unter anderem zum mobilen Bezahlen dieser App von der Sparkasse. Die Frage lautete, will ich mal so vorlesen, wie wird sich die neue Mobile Payment Lösung der Sparkassen in den kommenden 2 Jahren entwickeln? Also das ist ganz aktuell. Handel und Banken sind sich einig, die App mobiles Bezahlen nimmt die 5% Hürde. Okay, kann man sagen, ist viel, ist wenig. Grundsätzlich die Akzeptanz für mobiles Bezahlen durch Smartphones in Deutschland naturbedingt, weil die Anbieter noch nicht da sind, noch nicht so hoch. Aber 5% wäre schon okay. Also ich würde es nicht ganz abschreiben. Ne? Nein, für die Sparkasse wird das schon irgendwie funktionieren und Kunden, die das nutzen können, werden es auch nutzen. Aber ich glaube, die Sparkasse überschätzt sich, wenn sie davon ausgeht, dass sie mit ihrer App einen Riesenerfolg landen und Apple daraufhin sagt, ich mache NFC für euch auf. Ach so, nein, das wird nicht passieren. Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Nee, also auch weil Apple das Störung hat, wir haben doch Apple Pay, ist doch super, kann auch jeder mitspielen, der hier will. Und das kann auch wirklich jeder. Also natürlich kann man sich nicht einfach selbst irgendwo registrieren, aber das ist doch nicht nur für Bankkarten gedacht, sondern du kannst ja auch deine
so Wertgutscheine oder so kann man da ja auch mit dranhängen und Rabattkarten und grundsätzlich können wir auch Payback damit dran koppeln und ach ja, wie gut wäre das? Ja, also es kommt vielleicht noch dieses Jahr, mal schauen, und wenn nicht, dann frühestens Anfang des Jahres oder spätestens Anfang des Jahres, schätze ich, und man wird sich, ja, es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt im deutschen Markt und welche Banken dann doch in ein paar Jahren vielleicht mal dazukommen oder nicht. Ja, ach, das werden glaube ich rasant mehr werden. Weil, ja, ich denke auch, dass Google Pay und Apple Pay dann ein Wachstumsmotor endlich in Deutschland dafür darstellen werden. Und das erwartet der Handel auch. Ja. Und auch das ist natürlich Apple, wenn sie eins wirklich gut können, ist es halt alles, was mit Marketing zu tun hat. Da werden einfach diese blöden Sticker helfen. Mhm. Man hat dann ja an jeder Ladentür kommt dann auch der lustige Apple Pay Sticker drauf. Das ist auch hinreichend. Also, dass das Apple Logo ist ja nun wirklich mal etabliert, so das erkennen Menschen. Die wissen, aha, das kann ich irgendwie machen. Und dann werden sie an den Kassen scheitern. Und dann werden sie ihre Banken fragen, warum geht das eigentlich nicht? Ja, grundsätzlich überall da, also jedenfalls kenne ich das aus der Erfahrung mit Google Pay, überall da, wo du kontaktlos bezahlen kannst, solltest du eigentlich auch mit Google Pay bezahlen können. In der Praxis funktioniert es komischerweise immer noch nicht durchgängig, aber grundsätzlich so bei Rossmann oder DM oder was weiß ich, da funktioniert das. Ne? Wenn du erstmal eine Karte in Google Wallet oder in Apple Pay drin hast, ja. Aber ich glaube, Menschen sehen dann an der Tür, aha, ich kann hier mit EC, Maestro, Visa, Master, American Express und mit Apple Pay zahlen. Und probieren das und scheitern dann daran, weil sie ihre Karte nicht reinbekommen und sagen, aber Moment, in der Werbung von der Deutschen Bank habe ich gesehen, dass das cool ist, das will ich auch haben, liebe, keine Ahnung, XY Bank. Mach das mal oder gehe ich halt woanders hin, weil zwischen Bankkonten kann man inzwischen ähnlich einfach wechseln wie Stromanbieter. Ich wollte gerade Telefonanbieter sagen, das ist nach wie vor schwierig, aber Stromanbieter. Internetanbieter ist schön, ja. 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 Mit Wechselservice und so, also ich weiß nicht, vielleicht, ich bin auch ein Sonderfall, weil ich nur sehr lange auf Apple Pay schon warte und da mir die Sapper so ein bisschen aus dem Mund läuft, aber für mich wäre das ein Grund, also wenn jetzt meine Bank nicht dabei wäre, ich hätte wieder gewechselt, woanders hin, ich will das haben. Ich weiß jetzt nicht, ich bin, wie konservativ ist der deutsche Nutzer, weil die Vorteile gegen der Karte, Debitkarte sind tatsächlich nicht so groß vom reinen Empfinden her. Das sind vor allem wieder Datenschutzdinger und die sind, da hast du ja leider recht, die sind dann den meisten doch egal. Aber in der Usability an der Kasse ist es ein relativ gleiches Erlebnis, würde ich sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, nachdem, wie lange ist Google Pay auf dem Markt? 2-3 Monate jetzt. Ja. Also da jetzt noch groß darauf brenne, unbedingt mit meinem Smartphone bezahlen zu wollen. Was ist mit der Uhr? Kannst du mit deiner Smartwatch Google Pay nutzen? Habe ich 2-3 Mal gemacht. Okay, ist okay. Ne? Aber trotzdem, dass ich nun unbedingt die Karte nicht mehr benutzen will, besonders seit dem kontaktlosen Bezahlen. Ich fand es auch nervig, ja, irgendwo die Karte reinzustecken und dann irgendeinen PIN einzugeben und alle hinter mir an der Kasse waren auch genervt. Aber seit dem kontaktlosen Bezahlen sehe ich die Problematik nicht mehr groß. Es sind ja auch viele diese Cases mittlerweile, wo du auch deine ganzen Debitkarten reinstecken kannst. Insofern alles easy. Ne? Google Pay hat übrigens einen interessanten Schritt gemacht durch die Integration von PayPal. Das finde ich ganz interessant. Du brauchst jetzt gar keine Kreditkarte mehr, um mit Google Pay zu bezahlen. Weil Kreditkarten, also ich habe mich einfach jahrelang nie um eine Kreditkarte geschert, bis ich mal in die USA wollte oder mittlerweile wird man auch in Deutschland in Hotels gerne mal schräg angeguckt, wenn man da eben nicht mit Kreditkarte anrollt. Aber die Integration von PayPal ist ein ganz gewitzter Schachzug, finde ich. Ja, weil ich glaube, in Deutschland sind Kreditkarten ja nun bei weitem nicht weit verbreitet, wenn man es mal mit den Staaten vergleicht zum Beispiel. Was kein Amerikaner versteht, genau. Richtig, genau. Und ja, deswegen ist das eigentlich ein genialer Schritt zu sagen, komm, wer hat hier alles ein PayPal-Konto und selbst wenn nicht, das ist so schnell eingerichtet, so ein PayPal-Konto. Ja. Das kannst du mal eben damit verknüpfen, bis in 20 Minuten auch durch mit dem ganzen Kram. Genau, und schon kannst du loslegen. Gehen. Ja. Und für PayPal auch, die freuen sich. Klar. Haben sie noch mehr Zahlungsverkehr wieder, also insofern. Klar. Ja, eigentlich Win-Win-Win-Situation. Ja.
Aber ich denke, Apple wird sowas nicht tun. Unklar, ich kann doch inzwischen auch bei Apple selbst mit PayPal zahlen. Stimmt, was ja auch eine Zeit lang nicht möglich war. Genau. Ja. Ja. Also mich würde das nicht riesig wundern. Also soweit ich weiß, ist es bisher nicht. Geht es in keinem Land, dass ich mein PayPal-Konto mit Apple Pay verknüpfen kann? Mhm. Nee, das geht nirgends. Aber wahrscheinlich ist man selber einfach auch noch nicht unbedingt auf die Idee gekommen. So, weil die Staaten sind Kreditkarte. Hat jeder, machen wir darüber fertig. Mhm. Mag auch Gebührenprobleme sein. Also kannst du auch haben, dass man sich vielleicht irgendwie schon mal zusammengesetzt hat, aber irgendwie nicht einig wurde oder irgendwie sowas. Ja. Weil, ja, ist ja auch immer eine Frage. Immer, es geht immer ums Geld. Aber sollten die wirklich mal in die Puschen kommen, weil es gibt ja noch andere mächtige Anbieter. So. Ich denke mal an WeChat, Alipay. Ja. Das könnte alles durchaus auch nach Deutschland kommen, ne? Das denke ich auch. Also ich habe dann da immer noch die Hoffnung, dass es dann tatsächlich, dass das dem deutschen Nutzer zu spanisch, zu chinesisch vorkommt. Mhm. Dass sie nicht möchten, dass sie. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht sehr viele gerade Deutsche gibt, die Lust darauf haben, ihre Kreditkartendaten fest irgendeinem chinesischen komischen Anbieter da in die Hände zu drücken und sagen, ja, hier, Payment ab jetzt über dich. Das glaube ich auch nicht. Aber grundsätzlich, beim Zahlungsverkehr sind die Deutschen wirklich sehr, sehr konservativ. Die Sparkasse hat jetzt endlich übrigens angefangen, diese Überweisungsautomaten auszuführen. Die wurden immer noch gefordert und die sollen, glaube ich, bis Anfang 2019 oder so, soll es diese Überweisungsautomaten in diesen Hallen nicht mehr geben, in den SB-Hallen. Ja. Du meinst, wo du deinen ausgefüllten Überweisungsträger reinschieben konntest? Nein, mit der Tastatur und so. Ja, eine Metalltastatur hattest. Ja. Die Hygienetastatur. Und ja, besonders ältere Kunden sind, glaube ich, verzweifelt. Weigern sich einfach, dieses Online-Banking zu benutzen. Du, tja. Insofern, also ich glaube schon, dass der deutsche Markt ein spezieller ist und das könnte sehr interessant werden. Ich glaube auch, wenn sie könnten, würden nachher viele Deutsche am liebsten mit Euro-Scheck bezahlen irgendwo. Auf Papier. Ja, Bargeld ist hier so beliebt wie kaum woanders. Das ist ein bisschen, ja. Mhm. Und gerade diese Euro-Schecks, die fand ich immer völlig absurd. Irgendwann im Laden stehen kann und sagen, du, tut mir leid, ich hätte das hier gerne, ich habe aber gar kein Geld dabei. Aber ich habe so einen Zettel, wenn du die Leute hier anrufst, die geben dir dann Geld für Sachen, die ich gekauft habe. So, und irgendjemand trägt das dann 3 Tage später zu irgendeiner Bank und dann wird das verifiziert oder auch nicht. Dann hat er beim Plastikkarten schon ein guter Schritt mit so sofortiger Authentifizierung und gucken, ob da Geld hinter ist oder so. Und diese, wie man auf die Idee gekommen ist von diesen Euro, das hat mich nie erschlossen. Das fand ich immer völlig absurd. Wir haben ja aber auch schon darüber gesprochen, dass eine weitere Hürde durchaus im Handel zu sehen ist. Also wenn ich beim Bäcker mit meinem Smartphone, egal ob Google Pay, Apple Pay oder sonst was ankomme, wenn ich dann nur mit meiner Karte ankomme, dann kriege ich einfach keine Brötchen fertig. Und das ist absurd, weil Umfragen ergeben, dass der Deutsche sich gerade vorstellen kann, bei kleineren Beträgen mal eben mit dem Smartphone zu bezahlen. Ja, ja. Ich hatte da ein kleines Erweckungserlebnis. Ich war hier im Citypark einkaufen, da gibt es einen Bäcker, Brotgarten heißen die. So ein, ja, na klar, so ein Biobäcker. So ein Biobäcker, genau. Ich weiß nicht, ob es deutschlandweit gibt, aber hier oben wird auf jeden Fall recht verbreitet. Und ich hatte Hunger. Verdammt. Und jetzt brauche ich jetzt noch eine hier Dinkelkäse-Chili-Stange, das wäre was. Gucken wir mal, nee, sind irgendwie genau 17 Cent drin. Gehe zum nächsten Automaten. Das ist einer der Sparkassenautomaten, an denen ich keine Gebühren zahlen muss als N26-Kunde. Und sage, komm hier, das muss ein paar Tage reichen, gib mir 50 Euro. Sparkassenautomat denkt sich, haha, du bist ja gar kein Kunde von mir, hier hast du einen 50-Euro-Schein. Gibt sich ihn gestückelt. Also stehe ich beim Bäcker und sage, hier, das und das hätte ich gerne und muss dann irgendwie 2,37 Euro zahlen oder irgendwie sowas und gebe mir einen 50-Euro-Schein hin und sage, ja, ich weiß. Und dann haben sie es nicht irgendwie kleiner. Und ich sage, nee, ich war an so einem Automaten, aber extra wegen euch habe ich hier dieses Bargeld abgehoben. Und hätte so ein EC-Kartenlesegerät hin. Da war ich einfach bass erstaunt. Das hätte ich nicht erwartet. Und hier andere Bäcker-Filialist, sagt man glaube ich auch, Steißkarl,
Die haben zwischen mehreren Filialen, dass man damit, die auch tatsächlich einen Aufkleber haben, damit werben, jetzt kannst du mit Karte zahlen. Es kommt langsam, langsam. Endlich, man, schon 2018, genau. Das war schon die zweite Folge von Herr Schack kauft ja. In einer Podcast-Folge. In einer Podcast-Folge, ja. Brille und Toll. Brötchen. Ja. Brille und Brötchen. Muss es mit Bs weitergehen? Ja. Was kommt in der kommenden Ausgabe? Irgendwas mit Bluetooth. Herr Schack kauft Bluetooth. Ja, gut. Den ganzen Standard. Geil. Ja, nicht ordentlich gemacht. Ja. Haben wir noch was? Ich glaube fast nicht. Nee. Es bleibt die Hoffnung, dass wir in der nächsten Folge, die dann vermutlich ja irgendwie Anfang, Mitte Dezember rauskommt. Es wird keine Apple Keynote geben, sehr wahrscheinlich. Da müssen wir jetzt schon enttäuschen. Ja. Aber es bleibt die Hoffnung, dass wir dann davon berichten können, mit Apple Pay bezahlt zu haben. Ja, hoffentlich. Toi, toi, toi. Herr Schack kauft mit Apple Pay ein. Ja. Ja, Apple-Leute. Ne? Also, ihr wollt auch mal mit einem Smartphone bezahlen. Ne? Ach, ja, mit der Uhr. Dieses Bezahlen mit dem Smartphone ist mir, ehrlich gesagt, ist mir wirklich scheißegal. Ja, weil da kann ich auch das Portemonnaie rausziehen, wenn ich eh schon in die Hosentasche greife. Ich hätte beinahe gesagt, ich leihe dir gerne mal meine Smartwatch mit Google Pay, aber ich hätte was dagegen, dass du denn damit einkaufen gehst und die dritte Folge von Herr Schack kauft auf Herrn Raukamps Kosten. Genau. Gefällt mir irgendwie am wenigsten. Herr Schack kauft ein und treibt Herrn Raukamp in Ruin. Herr Schack kauft richtig viel ein. Ja. Genau. Gut, ich gehe jetzt einkaufen und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Ja. Punkt. Genau. Tschüss. Ciao.